Hallo, herzlich willkommen bei Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt, große Lust an steilen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei und jede Menge gefährliches Halbwissen von Kali und Max. Hallo, hallo. Hallo. Wir sind in Ausgabe Nummer 173 angekommen, sind wieder weg von unserer Reise durch die deutsche Filmgeschichte für diesen Monat. Und das klingt ja fast vorwurfsvoll. Nö. Ist auf jeden Fall nicht so gemeint. Und heute hast du ein Filmchen dabei. Ja, ich habe heute Joint Security Area mitgebracht, weil du den gesehen hattest und sehr angetan davon warst. Du meintest, oh, den musst du gucken, Kali, der könnte was für dich sein. Ich glaube, da hast du auch ordentlich Spaß mit. Und tatsächlich hast du mich damit überzeugt. Deswegen habe ich ja spontan gesagt, okay, dann machen wir den halt im Podcast. Yay! Ja. Mhm. Und so kam das. Und kannst du irgendwas so zum Film erzählen? Jetzt generell eine Inhaltsangabe kurz machen oder allgemein was erzählen? Ja, ich überlege auch gerade. Also der Punkt ist, wir haben ihn ja dieses Mal schon gesehen. Normalerweise würden wir jetzt nur kurz so ein Vorgespräch machen, dann gucken wir den Film und dann sprechen wir weiter. Achso, nö, ich kann dir sagen, was ich erwartet habe und ich kann dir sagen, was ich gekriegt habe. Genau, dann würde ich sagen, wir steigern uns über die Erwartungshaltung, falls du sie noch weißt. Also ich habe was ganz anderes erwartet gehabt. Das liegt auch daran, dass ich ja meistens Filme sozusagen nach einem Plakat aussuche oder so mal nach den Stichwörtern tatsächlich, die bei den Filmen dran sind und mir weniger die Inhaltsangaben durchlese. Und ich habe gedacht, das ist vielleicht ein direkter Konflikt zwischen Nord- und Südkorea sozusagen, der gezeigt wird, so ein halber Kriegsfilm. Das war meine Erwartungshaltung. Sowas in alles in so einem 38 Breitengrad passieren wird. Also recht viel Action habe ich erwartet und Wortgefechte in der Art, Minen, noch und nöcher, in diese Richtung gehend, da habe ich so also gedacht. Also Minen sind drin, es gibt Wort, na ja gut, ob es Wortgefechte sind, könnte man noch debattieren und es gibt auch entlang des 38. Breitengrades Schießereien und Auseinandersetzungen. Ist alles dabei. Na gut, also dann muss ich mal euch eine bildliche Übertragung schicken. Wie es dann halt im Leben so ist. Man guckt eine Sache und lässt sich von der komplett beeinflussen. Und jetzt ist ja vor ein paar Wochen hier die Serie Search gestartet auf Wiki. Und da geht es ja im Prinzip, also es ist eine Serie, die halt eher A-Point endet. Der Punkt, also um das mal ganz kurz und knackig zu fassen, in Search geht es halt darum, dass halt innerhalb des 38. Breitengrads wird erstmal ein tollwütiges Tier ausgesetzt, was sich dann als Mensch rausstellt. Und dann machen es ist halt so Kriegsserien-Dings. Also da wird entlang der Grenze wird ein tollwütiges Tier ausgesetzt. Entpuppt sich als Mensch. Okay. Also Erwartungshaltung gesteigert. Naja, der Punkt an der Sache ist auf jeden Fall, dass das eine Geschichte ist, die sich über einen Zeitraum von über 20 Jahren zieht und man die Serie geht halt los an der allerersten Folge, sozusagen mit einem direkten Konflikt, wie dann halt auf dem 38. Breitengrad direkt nordkoreanische Soldaten auf südkoreanische treffen und dann ist halt der Konflikt da und alles andere ist dann sozusagen der Entschärfung der ganzen Situation und Klärung der Situation geschuldet. Und das ist die Serie. Auf jeden Fall genau diese Szenerie, dass sie halt sozusagen so mit Waffengefechten da stehen und sich wahrscheinlich gegenseitig an die Gurgel gehen, das habe ich erwartet auf 90 Minuten so ja. Bei dem Film. Um das jetzt mal genauer spezifischer zu machen, ist halt für mich schwierig. Falls ihr jetzt denkt, was hat sie im Kopf, guckt euch die ersten 5 Minuten von Search an. Dann wisst ihr, was ich meine. So. Das war meine Beeinflussungsangabe. Okay. Also ich überlege, oder andersrum, es war natürlich von mir ein bisschen spaßig gemeint, dass das alles natürlich mit drin ist, aber eben auf vielleicht eben genau die Weise, die man gar nicht erwartet. Ich überlege jetzt natürlich, was meine Erwartungshaltung war. Ich habe den ja noch als Soultember-Beitrag, ich weiß gar nicht mehr, ob ich den noch im September geguckt hatte oder erst im Oktober. Wenn Soultember war, wirst du es ja im September gesehen haben, ne? Ja, ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich den noch pünktlich sozusagen geguckt habe oder jetzt hinterher. Aber ich glaube, den habe ich noch im Soultember geguckt. Hast du nicht deine Letterbox ist zu gespickt? Nee, habe ich nicht, aber das können alle anderen jetzt machen. Ich bin bei Letterbox, da ist Max Roth unterwegs oder als MMEXX. Und du bist einfach Kalis, also du bist ja auch ein bisschen aktiv, ne? Und Letterbox? Ja, ich trage nur asiatische Filme ein, die ich... Also Kalis, als Kali-san oder? Bestimmt. Kali-san 2 oder Kali-san, eins von beiden. Ich komme immer durch. Vielleicht schreiben wir es sogar in die Shownotes.
Sollte ich mal machen. Ich glaube, wer dich findet, der findet auch mich. Ja, weiß nicht, haben wir doch schon irgendwie ein paar hundert Follower und folge selbst da Leuten, das wird dann vielleicht nicht so einfach. Achso, ich bin ja nicht so aktiv tatsächlich. Ich muss auch mal wieder ein bisschen was nachtragen, habe ich auch die letzten Woche ein bisschen schleifen lassen. meine Erwartungshaltung war irgendwie, also ich wusste, ne, ja, Park Chan-wook als Regisseur und dass der Film ziemlich toll sein soll. Ich habe eine halbe Ewigkeit auf eine Blu-ray davon gewartet. Hatte eigentlich schon befürchtet, den würde ich nicht mehr auf Blu-ray kriegen, weil der zu dem Zeitpunkt bei Amazon immer nur noch als gebraucht, glaube ich, irgendwie verkauft worden ist und nur durch Zweit- und Dritthändler. Und in der OFDB, wo ich halt, wenn ich online bestelle, versuche eher zu bestellen, wenn es nicht gerade noch einen Label-eigenen Shop gibt mittlerweile. Da war so kein Artikel auf Lager, Lieferzeit eine Woche. Und nach 3 Wochen oder so änderte sich dann plötzlich der Status, ja, Ihre Bestellung, wir haben sie noch auf dem Schirm so ungefähr, und nach 4 Wochen gefühlt kam dann, ja, es versendet, und dann waren plötzlich, und bis jetzt hier zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, Ende Oktober 2020, steht dann auch wieder beim UFDB-Shop mehr als 20 Artikel auf Lager. Innerhalb von 2 Tagen wird das Ding verschickt. Also, wer Joint Security Area selber schauen möchte, der kann sich eine Blu-ray bestellen. Wie gesagt, gibt es auch beim großen A, aber man kann ja auch kleinere Läden unterstützen. Und ich habe auch nochmal kurz nachgeguckt, laut werstreamt.es ist der Film auch bei Amazon online anzugucken, bei iTunes, bei Magenta TV in der Flatrate. Also ja. iTunes möchte ich sagen, möchte ich mal ganz vorsichtig sein. Ich möchte nur kurz abstehen, warte. Und bei Videoload, die bieten den eben zum Stream an. Und ich kann nicht genau sagen, ob man da auch die Originalversion mit Untertiteln gucken kann oder ob es nur die synchronisierte Fassung ist. Das war teilweise, oder war für mich zumindest mit dem schnellen Blick nicht klar ersichtlich, was und was nicht. Bei manchen steht irgendwie so dabei, ja, Ton ist deutsch und koreanisch, aber dann steht irgendwie wieder eine Tonspur oder sowas. Deswegen halte ich mich da mal zurück. Und meine Erwartungshaltung habe ich immer noch nicht so richtig geäußert. Ja, ich könnte also dieser Stelle ich würde so, mal kurz vor der Eintrittssache was sagen. Ich bin das finde ich ein bisschen irritierend. Ich bin ja eigentlich so ein Großteil Apple-Nutzer. Und ich hatte dann halt eine Zeit lang auch iTunes sozusagen in der Hinsicht nur versucht zu nutzen. Aber das ist, also sozusagen darüber Film und Serie zu konsumieren, das wirkte für mich lächerlich, muss ich ehrlich sagen. Weil immer, also wenn ich zum Beispiel dann, ich gucke ja meistens dann immer Serien und Filme aus dem asiatischen Bereich, und ich habe dann nicht im iTunes Store gucken können, der hat mich automatisch mal auf Wiki und so umgeleitet, wo ich dachte, dann kann ich ja gleich auf Wiki gucken. Also das fand ich halt immer total irritierend. Ich habe das Gefühl gehabt, das ist eher so eine Zuteiler-App. Ich verstehe dieses Prinzip halt noch nicht, weil da bin ich nämlich sehr, sehr gespannt drauf, weil es wurde ja vor ein paar Wochen sozusagen, wurde ja jetzt bestätigt, dass Lee Min-ho jetzt in der amerikanischen Verfilmung von Pachinko sozusagen mitspielen wird, die Hauptrolle. Das ist so ein New York Times Bestseller über 4 Generationen in Korea. Und es wird halt eine US-Produktion werden mit lauter koreanischen Schauspielern. Und die wird aber auch über iTunes und Apple sozusagen dann dargestellt. Und dann wahrscheinlich Apple Plus dann vor allem, ne? Ja, Apple Plus. Und genau, und Apple Plus hatte ich ja auch. Ne? Und das ist halt dieser Zuteiler für mich. Da bin ich ja gespannt, wo ich denn diese Serie letztendlich sehen kann am Ende. Da bin ich mich, das hat mich durch die letzten Mal halt irritiert, weil ich dann halt abbestellt, weil ich dann allgemein ja sowieso auf Wiki mein Abo habe. Okay. Das meinte ich halt nur mit diesem, weil es immer angezeigt wird, aber diese Umleitung hat mich komplett irritiert. Ich weiß ja nicht, ob andere damit Erfahrung haben oder ich weiß also nicht. Ich habe jetzt auch keine direkte Erfahrung, aber ich meine, Apple Plus ist ja sozusagen der Streaming-Kanal und iTunes ist halt in Anführungszeichen iTunes. Ja, also gut, dann meinte ich halt vielleicht Apple aber, Plus, aber das ist ja halt keine Ahnung. Nicht irritieren. Das wollte ich nur eingeführt haben. Aber was war denn deine Erwartungshaltung, Max? Genau, ich hatte mir so halb 2, 3 Inhaltsangabenfetzen so durchgelesen, von wegen, ja, irgendwie Mordfälle an der Grenze und da muss jetzt aufgeklärt werden. Und ich weiß nicht, ob ich so eine Art Krimi eigentlich erwartet habe, dahingehend oder links. Auf jeden Fall habe ich auch so das Gefühl. Ich glaube, ich habe nicht unbedingt das bekommen, was ich erwartet habe. Aber ich bin mir auch nicht mehr sicher, was ich erwartet habe. Ich muss ehrlich sagen, so einfach konnte man es sagen. Also ich bin dankbar, dass ich das bekommen habe, was ich gekriegt habe. Einfach, weil ich halt gedacht habe, das wird ja auch im schlimmsten Fall ein Krimi werden, nachher, als ich ein bisschen in diese Synopsis ein bisschen reingelesen hatte. Aber ich habe ja letztendlich Frontline gekriegt und das hat mich dann schon sehr interessiert, hat mich dann schon sehr, sehr erfreut. Vor allen Dingen, ich habe diesen Film ewig auf der Watchlist gehabt und hatte nie die Motivation gehabt, ihn zu gucken tatsächlich. Und
Also ich habe mir dann halt die Castliste durchgeguckt und da war dann, habe ich dann gleich gesehen, dass da Shin Ha-kyun und Kim Tae-woo mitspielen. Da habe ich gleich gedacht, ja, der muss, das hat mich halt sofort motiviert, diesen Film dann zu gucken. Das, ich hatte das vorher nicht so auf dem Schirm gehabt. Das waren zwei Schauspieler, die ich sehr, sehr gerne mag. Wir können ja direkt dann mal zu den Darstellern kommen, würde ich sagen. Wenn es für dich okay ist. Zu den Darstellern kommen, ja, können wir gerne machen. Also die Hauptfigur, oder ich würde sagen, die Hauptfigur ist gespielt von Lee Byung-hun. Und der spielt den südkoreanischen Soldaten Lee Soo-yuk. So ungefähr. Ja, also man spricht halt, also ja, ist richtig. Also, ja, also wenn man es richtig aussprechen würde, dann würde man nicht Lee sagen, sondern I. Und ich habe den ja schon in zwei Filmen gesehen. Oh, und echt? Zwar einmal bei Bittersweet Life. Wobei es da auch schon eine ganze Weile her ist, dass ich den Film mal gesehen habe, deswegen habe ich den nicht mehr so genau auf dem Schirm. Und ich meine, den habe ich damals geguckt oder mir mal zugelegt, weil der, ich glaube, bei der Empire die Liste, da ist die Liste, die 20 besten Gangsterfilme, die du wahrscheinlich nie gesehen hast. Und die andere Liste, wegen der ich jetzt gerade überlege, war von der Total Film, da war die 30 besten Gangsterfilme oder so. Vielleicht war er auf beiden, vielleicht nur auf der einen. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, aber in diesem Zuge hatte ich mir den vor einigen Jahren mal zugelegt. Ich glaube, da spielt er auch die Hauptfigur. Und dann relativ kurz, vor kurzem, das Attentat The Man Standing Next, eben über... Stimmt, der ist auf dem Poster auch mit drauf, ne? Den, die Ermordung von dem einen der Parks. Wie ist es bei dir Park schon hier, oder nicht? Mit Lee Byung-hun? Ich verbinde am ehesten mit ihm Mr. Sunshine, die Serie, die auf Netflix mir permanent immer so empfohlen wird. Ich habe sie selbst noch nicht gesehen, weil mir das Ende gespoilt wurde. Ich habe mit ihm nur tatsächlich, wo ich ihn bewusst wahrgenommen habe, Ash Folbos geguckt. Und den fand ich nicht so toll. Das habe ich auch noch gesehen, ja, ist der da. Aber sonst war ja relativ neu für mich. Ich habe mit ihm noch nicht so viel gehabt. Ich habe die Filmografie in der IMDb einmal durchgescrollt. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob er derjenige war, der auch diverse US-Dinger mit in der Filmografie hat. Ist auch egal. Weiß ich mehr. Sein Dienstkollege im südkoreanischen Militär, das ist der von dir schon genannte Kim Tae-woo. Und der spielt den Soldaten Nam Sung-sik. Ja. Und bei dem habe ich, glaube ich, festgestellt, dass ich von dem nichts kenne. Ich habe mir nur sozusagen von dir notiert, weil ich weiß, dass du mir das mehrmals gesagt hast, diese Serie. Romance is a Bonus Book. Ja, er ist, also, ganz ehrlich, ne, er ist eine Nebenfigur in dieser Serie, ne? Aber er ist so witzig und so, also, so legendär. Ich weiß, dass die Serie sehr umstritten ist, aber ich hatte so viel Spaß mit der Serie gehabt und ich habe ihn so geliebt und ich habe ihn schon so viele Filme und Serien gesehen und egal, und er spielt ja auch öfter mal einen Bösewicht und ich muss an dieser Stelle sagen, ich habe mich immer gefragt, warum, auch wenn ich ihn schon, sein Gesicht halt sehr, sehr gut kenne, egal wie böse der ist, warum ich den immer wieder als positiv abgespeichert habe. Und dann, als ich dann nochmal die Filmografie reingeluschert habe, dann waren das halt auch mit Romance is a Bonus Book und ich mag diesen Schauspieler unglaublich gerne und ich habe mich immer gefragt, wie der mal ausgesehen hat, als er jung war. Und das war jetzt, war jetzt cool zu sehen. Achso, in dem Verhältnis jung, okay. Ja, ja, also weil ich immer dachte, das ist ein hübscher Mann und da wird ja bestimmt damals auch hübsch gewesen sein. Ich würde manchmal interessiert sein, also Männer verändern sich ja nicht so grundlegend wie Frauen manchmal, aber ich fand das schon... War auf jeden Fall sehr, sehr überhaupt mit ihm. Haben wir eigentlich schon gesagt, von wann Joint Security Area ist? Nö, wir haben auch keine Inhaltsangabe gegeben. Nee, das brauchen wir noch nicht. Das machen wir, wenn wir dann über den Film sprechen. Jetzt geht es ja drum rum. Aber von wann war der Film? Von 2001? 99? Ich habe schon wieder vergessen. Joint Security Area ist von 2000 direkt. 2000, naja, habe ich ja gut drumherum mich gekreist. Ja, also du... ja, ich habe hab von ihm schon ein paar Filme gesehen. Also ich hatte mit ihm noch Pirates, hatte ich gesehen. Den fand ich unglaublich unterhaltsam. Das ist sozusagen... Piraten, also die Flucht der Karibik sozusagen auf Asien. Der ist jetzt ein sehr, sehr witziger Film. Da freue ich mich schon auf die Fortsetzung. Und dann habe ich mit ihm halt zahlreiche Serien gesehen, die ich jetzt nicht alle aufzählen brauche. Aber er ist also anscheinend auch in Serien ordentlich aktiv. Also er ist allgemein auch, sehr, sehr aktiv. Dann auch, dann auch als Nebendarsteller oder in den Hauptrollen eher bei diesen Serien? Meistens in Filmen meistens Hauptdarsteller, in Serien meistens Nebendarsteller. Ja. Aber halt meistens eine wichtige Nebendarsteller. Also ich gucke jetzt gerade mit ihm The Spies Who Loved Me und da ist er halt so der Geheimdienst, der Interpol-Chef von Korea. So. Also, aber auch sehr witzig hier. Geheimdienst. Ja. Jo, dann habe ich aufgeschrieben die weibliche Hauptfigur. Lee Jung-e. Die spielt Major Sophie Jean. Mhm. Eine in der Schweiz geborene Frau mit koreanischen Wurzeln.
Und bei der habe ich nichts dazu geschrieben. Die habe ich anscheinend, ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt überraschend, aber anscheinend habe ich mit der noch nichts weiter gesehen gehabt. Auch mein erstes Mal. Ich habe mal eine Serie gesehen, da hat sie so ein Cameo gehabt, aber habe ich sie nicht wahrgenommen, weil ich sie nicht kannte. Das, sonst kenne ich sie auch nicht. Mhm. So, und dann haben wir noch zwei Personen, die nordkoreanische Soldaten spielen. Der eine völlig unbekannt, noch nie irgendwo gesehen oder gehört, ist Song Kang-ho. Der spielt Oh Kyung-pil. Und das ist natürlich quasi einer der Stammschauspieler von Bong Joon-ho unter anderem. Wurde dieses Jahr auch zum beliebtesten Schauspieler in Koreas gewählt. Also in Korea. Mhm. Also es ist jetzt kein, also ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das überrascht keinen. Aber ja. Also es seien hier trotzdem mal namentlich natürlich genannt: Parasite, The Host und Memories of Murder. Sind, wie gesagt, alles drei Filme von Bong Joon-ho, in denen Song Kang-ho auch mitspielt, wo ich ihn auch schon gesehen und erlebt habe. Ich habe mit ihm auch einige, also ich habe mit ihm die gleichen Filme gesehen. Dann hatte ich mit ihm auf jeden Fall noch Taxi Driver gehabt. Stimmt, ja, den habe ich auch noch gesehen, ja. Dann auf jeden Fall noch den mit Kang Dong-won, Secret Reunion, den fand ich auch ziemlich gut. Das war ein schöner Actionfilm, auch mit Korea. Und ansonsten, also ich habe doch mit ihm hab ich schon einiges gesehen. Ich habe eben noch ganz viel auf der Liste, was auf Wiki auch gerade hochgeladen worden ist. Ne? Sowas wie The Age of Shadows wollte ich mit ihm noch gucken. Drug King soll gut sein, denn The Attorney soll gut sein. Die sind jetzt alle ganz neu in der Wiki-Mediathek eingetroffen. Und wahrscheinlich werde ich die dieses Jahr alle noch sichten, weil es ist hier nur auf Präsentierteller serviert. Mhm. So, und dann haben wir Nummer 4. Den darfst du vorstellen, weil es dein kleiner Liebling ist. Ja, ich glaube, wer den gesehen hat, den mag den, der muss den lieben. Das ist Jin Ha-kyun, ein Schauspieler, den ich relativ spät entdeckt habe tatsächlich, auch durch eine Serie raufgestoßen bin, die halt auch leider untergegangen ist in diesem Jahr Frühjahr durch diese ganzen anderen Serien, die gleichzeitig rausgekommen sind. Ist ein unglaublich toller und vielseitiger Schauspieler, den ich absolut liebe. Und der halt auch, ich kenne mit ihm zum Großteil Filme. Und er spielt halt jede Rolle komplett anders. Also er ist wirklich sehr, sehr vielseitig in seinem Spiel und auch kann sowohl den Bösewicht spielen, als auch den witzigen, Goofy-Charakter, dann halt auch den ernsten. Also der ist echt ziemlich, ziemlich gut. Und von ihm hatte ich, das musste ich mir überlegen, mit ihm habe ich Extreme Job gesehen. Das ist auch der eine Film, den ich mir aufgeschrieben habe. Weißt du noch, wer er da war? War er derjenige, der auch Bösewicht. Chinesisch kann? Nein, er war der Oberbösewicht mit diesem komischen Clark Gable-Bart. Okay, ich habe mich überlegt, ich war mir nicht sicher. Doch. Dann habe ich ihn gesehen in Room Number 7 mit Exos Dio noch. Den fand ich unglaublich. Also der hat eigentlich mal mittelmäßige Kritiken abgekriegt. Aber ich fand, das ist eine ganz rahmschwarze Komödie, die ich nur jemals herzlegen kann, weil ich habe mich ja sowas von herrlich totgelacht. Also wer nur ein bisschen schwarzen Humor an sich trägt, diesen Film absolut genießen. Da kannte ich ihn in Frontline, da hat er mich absolut umgehauen. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass mich JSA auch ganz oft an Frontline erinnert hat. Ich erzähle auch warum, an gewissen Stellen. Sag mal kurz ein, zwei Sätze zu Frontline, was ist das? Also Frontline ist auch ein Koreakriegfilm, sozusagen spielt halt in den letzten 4 Wochen oder Monaten, das weiß ich nicht mehr, kriege ich nicht mehr ganz auf die Kette, vor Kriegsende. Und es sozusagen an dem 38. Breitengrad wird ein südkoreanischer Soldat erschossen, anscheinend mit einer aus einem südkoreanischen Revolver auch. Und da wird dann sozusagen mein Lieblingsschauspieler, Jin Ha-kyun, als Ermittler zu dem 38. Breitengrad halt geschickt, um sich das halt anzugucken und diesen Fall aufzuklären. Und da stellt er halt fest, wie sozusagen der Krieg in den Medien und in der Berichterstattung ausläuft und wie er tatsächlich abläuft sozusagen. Und das ist halt so ein, also das, und im Fokus steht dann halt sozusagen ein Landteil, wo ich halt regelmäßig halt immer diesen Bilder wechselt, Nordkorea, Südkorea, Nordkorea, Südkorea, wo es dann dadurch halt auch zu einer Kommunikation zwischen Seiten kommt, was ich sehr interessant fand. Deswegen hat er mich auch sehr daran erinnert. Weißt du, von wann der ist ungefähr? Von 2011 ist der. Also ich weiß, dass, wenn mal gesagt wird, Koreakrieg-Film, sozusagen im deutschen Bereich, dann sagen immer alle, guckt euch Taegukgi an. Also Brotherhood, ne? Ja, die fand ich auch gut, aber ich fand Frontline nochmal 2 Stufen raufgehauen. Also ich fand Frontline deutlich besser noch. Also ich fand Taegukgi gut, aber den fand ich echt bombastisch. Der hat mich echt abgeholt, damit habe ich auch nicht gerechnet. Weil das war auch der allererste Film, den ich gesehen hatte, wo man einfach nochmal diese Sinnlosigkeit, die halt immer wieder aufgestellt wird,
darstellt, dass man gegen seine eigenen Leute kämpft, nur weil sie sich halt nur durch eine Ideologie unterscheiden. Ich meine, das hast du ja als Grundthema immer in Antikriegsfilmen in Korea so drinnen, ne? Aber ich finde, das haben sie ja halt sehr, sehr plastisch und sehr, sehr gut dargestellt, wie unsinnig es tatsächlich ist. Und der Film ist echt. Also ich fand, Frontline ist eine Empfehlung von mir, ist wirklich ein toller Film. Also echt ganz super. Wo wir gerade bei Kriegsfilmen sind, dann kann ich auch nochmal sagen, ich hatte mit ihm auch geguckt, Welcome to Jogmangol. Das ist so einer sozusagen der der Kultfilme aus Korea. Spielt ja auch einen südkoreanischen Soldaten. Und natürlich ist er dann halt auch noch in der Sympathy for Mr. und Mrs. Vengeance Reihe sozusagen, hat er auch die Hauptfiguren. Jeweils, die habe ich aber noch nicht gesehen. Auch nicht, aber genau, das sind die zu Oldboy gehörenden anderen beiden Teile der Rache-Trilogie von Park Chan-wook. Also wenn ich das jetzt auch nicht verwechsle, ist es auch so, dass mir Reiko diese extrem ans Herz gelegt hatte damals, dass ich mir die angucken soll. Sozusagen unser Organisator von September. Ah, genau. Okay. Rinku. Rinko. Oh Gott, Entschuldigung. Also Reiko, ja, ich bin mit Namen so schlecht, das ist mir immer wieder peinlich. Schöne Grüße in die Runde. Ja, Entschuldigung. Genau, also sein Rollname ist Jung Woo-jin. Wie gesagt, er ist auch ein nordkoreanischer Soldat. Ja, und dann haben wir eigentlich schon jetzt so die Brücke geschlagen zum Thema hinter der Kamera. Da haben wir Park Chan-wook. Von dem habe ich gesehen auf jeden Fall, und das war glaube ich auch, also ich glaube es war der erste Film, den ich von ihm im Kino gesehen habe. Habe ich den im Kino gesehen? Oh Gott. Also die Taschendiebin habe ich gesehen, da hätten wir ihn. Agassi, glaube ich, im Original, Agassi oder so. Und ich habe den Stoker gesehen, den ich allerdings weniger mit ihm verbinde, sondern eben mit Nicole Kidman als Schauspielerin irgendwie. Dann hatten wir Oldboy geguckt, da wird ja auch bald bei der Serienoase die Besprechung erscheinen, gehe ich von aus. Vielleicht ist sie auch schon morgen raus, wenn wir dann jetzt vom ist Zeitpunkt schon der raus, Aufnahme ja ausgesehen, weiß ich halt nicht genau, kann ich nicht genau sagen. Und das ist aber auch, also genau die beiden Mr. und Lady Vengeance Filme nicht gesehen, Thirst nicht. Hast du gerade offen hier die Filmografie? Dann nicht. Ich habe mit ihm nur Oldboy gesehen, mehr habe ich nicht gesehen. Okay, ja. Und ich hab den Audiokommentar von ihm gehört zu Last Witness. Was vielleicht noch interessant werden könnte, weil ich glaube, ich da auch ein bisschen geprägt bin, was den Film hier angeht. Okay, dann hast du das ja schon gesagt. Möchtest du noch mehr? Also ich habe jetzt nichts weiter rausgesucht. Ich würde jetzt noch den Drehbuchschreiber kurz erwähnen, dann haben wir nämlich den Sack geschlossen. Der Drehbuchschreiber ist Kim Jong-suk. Das ist das erste Mal, dass ich ein Drehbuch von ihm sozusagen jetzt präsentiert bekommen habe. Ich kannte ihn nur als Regisseur bei dem Film I Can Speak, den wir jetzt auch zusammen geguckt haben. Den haben wir zusammen geguckt? I Can Speak ist der Film gewesen über die Trostfrau. Ja, hieß der Trostfrau? Also, die ganze Zeit aufs Amt kommt und diese Beschwerden einreicht, genau, und sie mag. Hieß der nicht anders? Nein, der ist I Can Speak. Und dass er dann quasi nach Washington noch reist und dann sozusagen ihre Trostfrauen-Schicksal da darstellt und erklärt. Ja, genau, den haben wir gesehen. Ich hatte den. Wahrscheinlich fällt er mal diesen anderen. Naja, egal. Okay. Ja, da war auf jeden Fall er der Regisseur. Daher kenne ich ihn bloß. Aha, dann kenne ich ihn auch daher. Ja, kennst du auch. Aber deswegen wollte ich auch nochmal erwähnen, weil ich das so dankbar ist, wenn wir mit ihm was gesehen haben. Das hast du schon zugemacht. Das hätte ich gesagt, jetzt gucke ich nochmal schnell drauf, aber ist ja auch egal. Er hat nur drei Sachen jeweils, also die kennst du glaube ich alle nicht, weil die alle nicht in Deutschland rausgekommen sind. So. Alles klar. Ja. Jo, soweit. Gut. Dazu. Dann könnten wir jetzt zu einer Inhaltsangabe kommen. Hast du dir Gedanken gemacht? Möchtest du was sagen? Oder? Ich habe nicht Gedanken gemacht, aber ich kann sie schnell machen tatsächlich. Alles klar, dann legen wir los. Im Prinzip geht es eigentlich darum, dass am 38. Breitengrad halt die Nordkoreaner ihre Seite bewachen und die Südkoreaner ihre Grenze bewachen. Und ab und zu kommt es dann halt zu Übertritten, die dann halt sanktioniert werden. Und eines Tages durch einen Zufall trifft dann sozusagen ein einzelner verloren gegangener Südkoreaner auf zwei Nordkoreaner, die ihm halt unbewusst das Leben retten. Und auf jeden Fall entwickelt sich durch halt den Mut des Südkoreaners eine Freundschaft, die sich dann halt immer durch heimliche Treffen der Nachtschicht sozusagen äußert. Okay. Und du hättest wahrscheinlich jetzt den Inhaltsangabe über den Mordfall gemacht. Ja, natürlich. Ich habe das in deinem Blick gesehen. Natürlich, Max, bitte mach eine Inhaltsangabe vom Film. Ja, also Joint Security Area dreht sich darum, dass es an der in der koreanischen Grenze zu einem tödlichen Zwischenfall kommt, bei dem ein schwer verletzter südkoreanischer Soldat überlebt. Und es gibt zwei tote nordkoreanische Soldaten und ein dritter ist verletzt. Und daran wird eine
können sich Nord- und Südkorea einigen sich letztlich darauf, dass eine unabhängige, neutrale Kommission unter der Führung von Schweiz und Schweden Ermittler schicken und diesen Vorfall untersuchen. Punkt. Das wäre meine Inhaltsangabe gewesen. Ich merke gerade, wir haben schon mal einen anderen Fokus sozusagen auf diesen Film. Ja, ich wollte nicht gleich alles verraten sozusagen. Also wir werden mit Sicherheit noch mehr als genug handlungsrelevante Punkte hier besprechen. Ja, aber für mich war das eigentlich der Fokus des Films. Ja, natürlich ist das der Fokus des Films, aber er lockt dich ja mit was ganz anderem. Ich wusste jetzt nicht, dass ich eine teaserfreie als Ergabe bringen sollte. Nein, das ist völlig in Ordnung. Weil ich den Film noch nicht gesehen habe, aber... ja, aber da weiß man ja mal jetzt noch nicht. Also du hast ja schon angedeutet, dass dir der Film durchaus gefallen hat, hatte ich so verstanden, ne? Ja, mich besser abgeholt, als erwartet hatte ich vorher. Und ich war auch, also ich war natürlich auch wieder so dieses, ja, der soll ziemlich gut sein und hab dann auch gedacht, na, und ja, doch, scheiße, der hat mich auch ganz schön gekriegt. Und es ist vielleicht eines der traurigsten Fotos der Filmgeschichte für mich. Das Schlussbild, das hat mich dann auf jeden Fall nochmal richtig gekriegt, richtig getroffen. Sind ein paar Tränchen geflossen. Echt? Ja, das war schon so dieses, also so total bittersüß. Also einerseits so dieses Grinsen, wenn so nach und nach enthüllt wird und dann, oh nein, oh, es ist so traurig. Schade, schade. Haben so schön inszeniert. Genau, ich weiß gar nicht, wo könnte man denn anfangen mit der Besprechung? Wollen wir direkt mit der ersten Einstellung anfangen? Wenn du mich an sie erinnerst. Also die erste Einstellung, kommt kurze Titeleinblendung und dann haben wir eine vielleicht direkt, vielleicht knapp daneben in die Kamera guckende Eule oder Uhu, ich weiß nicht genau, bin jetzt nicht mehr so bewandert, was Wildvögel angeht, die sozusagen mit riesigen aufgerissenen Augen mitten in der Nacht uns quasi ansieht und dann hören wir, glaube ich, schussähnliche Geräusche. Ich bin nicht mehr ganz sicher, ob wir nur das hören oder ob da auch so ein Schnitt kommt und man irgendwie sieht, wie eine Wand oder ein Fenster durchlöchert wird. Und dann fliegt diese Uhu-Eule los und dann haben wir noch so einen ziemlich hell leuchtenden Mond. Und für mich war das so ein bisschen irgendwie eine Art märchenhafte Stimmung, die in diesem Moment erzeugt wird. Ne? So diese also ein Tier, der Mond scheint hell, also so ein also natürlich durchaus eigentlich in der Realität verankert, aber es könnte jetzt auch, es ist noch kein Ort und keine Zeit, an die das jetzt verknüpft wird. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, hier steht eine Lehmhütte, die gab es nur in der Zeit von bis oder so, ne, wo man dann gleich eben so einen Bezug hätte. Das ist interessant. Ich merke ja schon, dass wir einen ganz anderen Blick haben. Also ich habe das nicht so wahrgenommen, aber ich finde es eine sehr schöne Interpretation. Ich wünschte, ich hätte die Filme jetzt angeguckt. Das hätte ich mir auch gewünscht, ja. ich habe das mit der, durch diese Eulen-Einstellung wiederholt mal sehr als sehr komödiantisch und sehr, sehr gelöst wahrgenommen, die Situation trotz dieser, also auf einer Seite sozusagen die unberührte Natur, die so zu ihrem Gang geht im Hintergrund, dann halt diese Schusswaffen, die halt die Ruhe stören sozusagen, ja. als äußerer Einfluss. Also gewitzt würde ich vielleicht sagen, ich würde jetzt nicht unbedingt lustig direkt sagen, weil die Situation an sich natürlich schon ernst ist, aber ich finde sie sehr gewitzt eben umgesetzt und auch, also sowieso dann jetzt der ganze Film ist sehr, sehr interessant erzählt. Ja, ich will das auch nicht überstrapazieren, so von wegen dieser Märcheneindruck, aber ich finde, ich habe den ja noch so ein zweites Mal dann jetzt hier nochmal geschaut in zwei Etappen und habe dann so überlegt, weil mich beim ersten Mal natürlich diese Erzählstruktur schon ziemlich beeindruckt hat oder gefesselt hat und ich weiß, dass es bei Taschendieben eben auch so war, dass wir quasi eine Geschichte erzählt bekommen. Dann wird quasi, übertrieben gesagt, abgedunkelt. Dann wird die Geschichte nochmal erzählt, aber aus einer anderen Perspektive, von einer anderen Person. Und wir sehen dann die gleichen Ereignisse, nur dass die jetzt in einer anderen Konstellation stattfinden. Und das ist für mich auch allgemein so ein Stilmittel, was ich sehr, sehr häufig in koreanischen Filmen sehe. Und also bei Oldboy hat er das ja auch gemacht. Oder bei Oldboy ist ja nur das Spiel mit der Zeit. Und ne, Uhren werden eingeblendet, laufen vorwärts, rückwärts. Und die Figuren laufen hoch, runter, links, rechts. In alle verschiedenen Richtungen. Und also hier, das ist eben auch natürlich einer der großen Kniffe, die er eben anwendet. Dass eben nicht sozusagen von A bis Z durcherzählt wird, sondern dass wir, wie das ja durchaus bei Kriminalfilmen ja eigentlich gang und gäbe ist, wir sind am Endpunkt sozusagen, ne? Also jetzt gehen die Ermittlungen los. Wir wissen sozusagen, was geschehen ist schon, den Ausgang kennen wir, aber wir wissen nicht, wie ist es eigentlich dazu gekommen. Und dass er eben auch das noch so ein paar Mal verschachtelt.
Ja, ich habe mir hier, mein tolle Aufschreibung ist Spielen mit Raum, Zeit, Perspektive, Titel. Wenn du jetzt nicht gerade einen anderen Punkt ansprechen möchtest. Nö, können wir gerne mal. Können wir gleich bei beiden. Nö, also, hast du recht. Wir haben da schon eine klare Struktur, ich weiß nicht, ob die Struktur an sich eigentlich so klar ist in dem Film, aber also er ist eben durchstrukturiert im Sinne, dass wir auf den Zeitebenen hin und her springen, dass wir ganz viel immer wieder, und das ist das, wo ich dann tatsächlich auch immer mal wieder lachen musste oder so gedacht habe, hä, Moment mal, was? Wie krass hat er das denn gemacht? Dass mit Perspektiven gespielt wird. Also dass relativ zu Beginn vor allem auch eben nicht direkt Beteiligte gefragt werden hier, wie ist denn dieser Mensch so hier, der jetzt sozusagen unter Verdacht steht und alles oder der vielleicht das Opfer ist. Und dann sagt eben eine Figur so, ja, er ist auch total mutig, der hat mal mitten in der Nacht mit einem Stein das Fenster von der nordkoreanischen Wachstation eingeworfen und sowas. Und wir erfahren dann eine ganze Weile später, ja, er hat da was eingeworfen oder es war glaube ich auch ein Stein, aber aus einem ganz anderen Hintergrund, nicht um zu zeigen, hier, wir können die Nordkoreaner, wir können deren Scheiben einschmeißen oder so an der Grenze, ohne dass die was machen, sondern nee, der hat da einen Brief geschrieben, der an dem Stein dran war. So hat er mit denen kommuniziert. Und das dann eben sozusagen diese, was man einmal so als Fakt sozusagen bekommen hat, dann eben die, ja, in Anführungszeichen, die Wahrheit dann präsentiert bekommt, was aber eben zeigt, ne, so, du hast ein Ereignis und kannst es aber natürlich ganz unterschiedlich wahrnehmen. Und das geschieht halt immer wieder. Ein anderer Moment ist, wenn die Ermittler sozusagen oder die Ermittlerin, die Sophie Jean, rumgeführt wird und dann sind sie, glaube ich, auf der nordkoreanischen Seite und da ist so eine Wiese, eben so der Grenzstreifen, sag ich mal, und da läuft so ein Hund lang. Und da habe ich ihm erst so, für mich war das erst so, ja, es ist so ein bisschen verödet, das Land, da ist nicht viel los, da streunt halt so ein Hund. Ja, und dann 20, 30 Minuten später denke ich mir, Moment mal, wir haben hier gerade einen Hundewelpen. Und dieser andere Hund, also ich bin mir sicher, das ist der gleiche Hund, so, ne? Also wie sozusagen ein Element auch eingeführt wird. Also das da eben so eigentlich völlig belanglos, ja, wie gesagt, aus meiner Sicht so ein bisschen Atmosphäre schaffen, hier, da streunt halt der Hund rum, in Nordkorea sind die alle arm und so, deswegen hat der Hund kein Halsband oder sonst was, oder jemand kümmert sich um ihn, sondern er streift da umher. Und dann kriege ich halt noch eine Geschichte von einem Hund erzählt. Und wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob das mal bewusst noch erzählt wird, dass es der gleiche sein müsste, aber für mich war das klar, das ist der Hund. Wie ging es dir mit dem Hund? Hund. Ja, ist der gleiche Hund. Habe ich auch nie in Frage gestellt. Und ist der dir auch aufgefallen, so mit diesem ersten Moment als quasi Ausgewachsener, um dann später als Welpe aufzutauchen? Ich hatte aber gar nicht so nachgedacht. Ich habe das einfach so hingenommen, weil er ja der einzige Hund, der gezeigt worden ist in der Ecke. Also in dieser Sphäre. Ja, also genau, also für mich war einfach, also finde ich halt eine toll erzählte Sache, also jetzt als eben ein konkretes Beispiel für die vielen toll erzählten Sachen, so dass es so beiläufig geschieht, ne? Den kannst du ja, ne, habe ich ja gerade ausgeführt, so als, ja, das halt so ein streunender Hund werden, ne, der eben da in dieser Gegend, was eben die Gegend noch mehr charakterisiert, um dann aber festzustellen, nee, der ist schon aus einem ganz gewissen Grund, dass hier diese, die Tschechows Gun, ne, wenn du irgendwas einführst, dann muss das auch verwendet werden irgendwann und es passiert hier in diesem Film so oft, es sind so viele kleine Puzzleteile und das passt alles so geil zusammen. Wo ich dann auch überlege, wie werden die das beim Drehbuch schreiben oder bei den Entwürfen gemacht haben, ob die dann auch sozusagen vorne angefangen und dann zum Ende geschrieben haben, um das diese Geschichte, die sie aufgeschrieben haben, dann so durcheinander zu würfeln. Ja, weiß ich auch nicht. Das wäre eine gute Interviewfrage gewesen, ne? Ja, ich überlege gerade, viel anders kannst du das ja nicht machen, wenn du das direkt so anfängst, so, also du musst dir ja, um daraus dann dieses Drehbuch zu machen, musst du ja vorher die Geschichte der einzelnen Protagonisten für dich schon abgeklärt haben und so, um das dann so hin und her zu schieben, dann kannst du ja nicht damit, so weiß ich nicht, bis bei der Hälfte oder kennst Anfang und Ende und dann, oh, jetzt schreibe ich mal noch das rein, ach, dann muss ich das hier vorne noch mit rein und so, ich glaube, dass das schon so irgendwie war. Ja, also hat mich total überwältigt, gefesselt, mitgenommen, dieser Film. Und auch, wenn du hast es vorhin schon mit dem Humor gesagt, bei der Eule. Ich finde, das kommt später auf jeden Fall nochmal. Die wird ja wirklich immer mal wieder eingeblendet und sozusagen reflektiert ja auch uns, die Zuschauer, die eben zugucken und aber immer wieder neu zugucken. Und immer wieder geschieht das dann plötzlich anders. Ach genau, der Humor, ja, und dass das eben total wechselt zwischen eben der Kriminalteil, also dieser Ermittlungen, dann menschliches Drama, menschliche Beziehung,
Humor, Komödienanteile dann einbeiniges Umherschubsen in der Nacht zum Beispiel. Ja, also wie völlig irrsinnig auch diese ganze Situation ist da. Hat dich der Film von Anfang an so gut abgeholt, dass du vielleicht von Anfang an gefesselt warst tatsächlich? Es ging relativ schnell, glaube ich, ja. Also ich habe auch irgendwann, fand ich auch diese ganzen Zeiteinblendungen so ein bisschen wie, ja, so ein bisschen macht er das auch zum Spaß, weil wer behält denn jetzt hier wirklich den Überblick und merkt sich, okay, irgendwie, ich glaube Ende Oktober, also gerade jetzt hier auch so zum Aufnahmezeitpunkt, als ich geguckt habe, habe ich so gedacht, Moment mal, ist jetzt nicht gerade der 29., der 28. Oktober, gucke ich jetzt sozusagen gerade genau exakt an diesem Tag. Aber da kommen wir nachher, ja, dann ist es April und dann ist plötzlich Juni und ja, es ist einmal Zeit vergangen, aber ich habe dann auch irgendwie gedacht, ja, ist eigentlich auch völlig egal, welcher Tag du genau ist, ne? Es ist einfach nur, ja, Zeit ist vergangen, Punkt, ist egal, welcher Tag das nun eigentlich sein soll. Aber es passt eben anscheinend zu dem Park Chan-wook, dass er eben ja auch bei Oldboy so viel Wert darauf legt oder es immer wieder bildlich darstellt, dass irgendwie Zeit vergangen ist oder wie viel Zeit vergeht und solche Punkte. Zumindest in dieser Phase seines Schaffens lehne ich mich mal aus dem Fenster mit zwei gesehenen Filmen. Da kann ich nicht viel zu sagen. Ich kenne ja nur Oldboy und da, ja, ist es ja klar. Auf den habe ich mir jetzt auch nur bezogen. Bei Stoker kann ich mich nicht dran erinnern und bei der Taschendiebin ist es, glaube ich, so vom Zeitraum relativ kompakt. Aber das eben auch, das ist vielleicht ein bisschen stringenter, weil wir bei Taschendiebin ist, glaube ich, so, dass sozusagen, ne, einmal Perspektive oder Person 1 erzählt oder aus, wir folgen Person 1 in der Erzählung, dann kommt Person 2, die wir schon bei dem ersten Mal mitbekommen haben und folgen dann Person 2 und dann kommt noch Person 3 und dann überdreht sich so ein bisschen und hier ist es ja wirklich, dass verschiedene Fäden immer mal aufgegriffen werden und dann wird wieder zurückgesprungen, ne, dass wir eben aus der Sicht oder dass wir eine Großaufnahme eines Charakters haben und dann zack, folgt der Sprung zurück und es wird ein bisschen mehr aufgedeckt, was denn tatsächlich sich abgespielt hat. Hm. Ja, jetzt habe ich sehr viel geredet. Ja, das stimmt. Also ich muss ehrlich sagen, mich hat der Film nicht von Anfang an so abgeholt. Ich gerade jetzt am Anfang hast du ja nochmal diese Einführung von der Major Sophie, Jean, und das ist ja gerade dieser Krimi-Teil, eher diese Ermittlungsarbeit, die sie dann hat, sozusagen diesen Fall dann präsentiert bekommt, dann halt mit den, zu welcher Organisation gehörte sie, UNICEF, UNO? Also es kann sein, dass es von der UN irgendwie so ganz, dass die als Dachorganisation oben drauf ist, aber es war irgendwie Gemeinschaft der unabhängig neutralen Staaten oder sowas, ne? Es war so im GNSSCH, blablabla. Naja, und dann hast du am Anfang ja sozusagen noch dieses Gespräch mit dem Schweden und dem Schweizer. Oh ja, also der Schwede war ja, ne, also da habe ich am Anfang so gedacht, oh Gott, das ist ja eine ganz furchtbare Nachsynchronisation. Es ist mir jetzt beim zweiten, du hattest mir das ja dann gesagt, und habe ich beim zweiten Mal gucken, ich so gedacht, ich bin mir nicht sicher, es kann sein, aber naja, aber du hast ja dann auch gesagt, also, du kennst den irgendwoher. Ja, der den Schweizer spielt, das ist ein deutscher Schauspieler, den kenne ich aus meiner Jugend, weil der bei Verbotene Liebe und GZS hat mitgemacht. Nee, das ist der Schwedische. Das ist der Schwedische, ja. Der Schweizer ist ja der Alte mit der Pfeife. Ja, ich meine den Schweden, genau. Also den schwedischen Schauspieler. Was ich lustig fand, mir kam der in der Form nicht bekannt vor, ich war nur wieder so überrascht, ist jetzt auch übertrieben gesagt, aber das häufig mal in koreanischen Filmen ist, dass dann eben auch Englisch gesprochen wird oder eben Menschen aus anderen Ländern eben so vorkommen in dieser Art und Weise. Und ja, dann tauchen da immer tatsächliche, also Schauspieler, Deutsche, Schweizer auf und so und kommen überrascht und sprechen dann auch schön dieses, also zumindest der Ältere ja vor allem dieses deutsche oder schweizerische Englisch, so was man so schön durchhört, aber den Akzent. Ja, also dazu würde ich gerne noch was anderes sagen, was ein bisschen weiter vorausgereift, weil ich da irritiert war. Aber auf jeden Fall habe ich gedacht gehabt, so klar definiertes amerikanisches Englisch widerspricht. Das würde ich einem tatsächlichen Schweden so zutrauen, tatsächlich, aber kann niemals einem Deutschen. Also, ohne das jetzt böse zu meinen, aber wir haben ja doch schon einen sehr starken Dialekt oftmals drin. So. Also, nee, Akzent. Akzent dann drin, ja. Ja, nichtsdestotrotz, aber auf jeden Fall wirkte das auf mich so befremdlich, weil das wirkte für mich so sprachlich raufgesetzt, wo ich dachte so, oh, das ist aber unangenehm zu gucken. Das hat mich dann so ein bisschen rausgeholt und dieser Krimi-Fall am Anfang habe ich so gedacht, oh, wie ist das, da Max jetzt so begeistert davon? Ich bin ja nur, gut, ich bin jetzt auch ein Krimi-Nörgler, ne, weil ich ja nun kein Krimi-Fan bin, ne, aber dachte so, aha. Und für mich hat das erst Spaß gemacht,
also ich habe erst angefangen, Spaß zu haben mit dem Film, als es dann mit der Perspektive des Südkoreaners losging. Mhm. Da hatten wir das, also wo sozusagen nochmal diese Geschichten, die ersten Eindrücke, seine Erlebnisse aus der Vergangenheit erzählt, und das war für mich interessant, diese Ermittlungen selbst, die fand ich so dahingestellt tatsächlich. Also das war jetzt nicht so, und das ist jetzt böse zu meinen, ne? Aber das hat mich nicht so in den Bann gezogen, wie vielleicht dich jetzt so am Anfang. Weil ich nur so gedacht, und ich bin echt so gedacht am Anfang, wieso war Max denn so begeistert? Wo will denn dieser Film jetzt eigentlich hin? Was ist denn das jetzt eigentlich, ne? Also so, was es dann relativ sich erschlossen hat. Und was ich zum Beispiel, um jetzt mal einen Riesensprung zu machen, das ist jetzt kurz so vor Finale, das ist nachdem das der große. Sonst werde ich noch ganz kurz zu dem anfangen. Oder bist du noch, willst du sonst kurz noch zu dem Anfang was sagen? Ich will jetzt gar nicht die Szenerie auswerten, ich will dir nur eine Frage stellen, was du davon hältst. Das als der große Knall war zum Schluss, wenn du weißt, was ich meine. Der große, als es dann passiert ist und die große entlarven, als dann sozusagen es zu diesen Opfern kam, die untersucht werden, da haben wir ja sozusagen einmal hier wie denn hier genau an der Grenze, denn die Südkoreaner und die Nordkoreaner sozusagen aufeinander schießen. Und dann hörst du ja die ganze Zeit immer dir, warum lachst du denn so? Weil ich an Song kam, oh, denke, wer die Pistole hätte, ja, hier. Ja, der ganz unbeteiligt, genau, als ganz alleine auf einer und wir dann auch, da kommt seine andere und der guckt sie so an und ja, ich schieße noch so ein bisschen so. Ja, vor allen Dingen auch so ohne Deckung eigentlich, ne, der hätte eigentlich schon zehnmal getroffen sein. Ja, die haben diese Steinklotze, aber ist ja mal eine Frage. Ja, der ihm ein bisschen Bauchnabel ging, gefühlt. Aber der Punkt an der Sache ist, dann hörst du halt die ganze Zeit hier dieses Schreien, ne, hier rüber mit den, also das Schreien halt von den Koreanern, dann hörst du auch noch Nordkoreaner aus dem Hintergrund schreien, die sich halt sozusagen gegenseitig mal nach dem Motto Feuer einstellen, die Schweine, bla, ne? Und dann hörst du permanent deutsches Rufen dazwischen, die ganze Zeit immer mit diesem Feuer einstellen, aufhören, laden, abschließen. Und da hab ich mal so gedacht, wem geben sie denn die Befehle? Welcher Deutsche schießt denn da? Wieso ist denn eine deutsche Spracheinstellung da? Das hat mich irritiert. Da schießen doch nur Südkoreaner. Welcher Südkoreaner versteht denn da Deutsch? Und das hat mich total irritiert. Das wollte ich nur mal zu so einer sprachlichen Ebene sagen. Das klingt so, als hättest du dir nicht die Blu-ray angeguckt. Und hast wahrscheinlich irgendeine andere Quelle gehabt, weil ich kann mich nicht erinnern, dass da irgendjemand irgendeinen Satz Deutsch gesprochen hätte an dieser Stelle. Ja, es wird auch richtig erheblich gerufen. Ich glaube jetzt nicht, dass das aus dem Off sich einer Spaß eingesprochen hat. Nee, habe ich nicht den Eindruck. Also nicht die Fassung, die ich gesehen habe. Ja, also in meiner Fassung war es mal drin, wo ich mal dachte, wenn es jetzt Englisch gewesen wäre, okay, aber warum immer Deutsch? Wer nimmt denn dir die Befehle entgegen? Kann ich nicht. Also ist mir entweder nicht bewusst aufgefallen, weil ich dann vielleicht einfach denke, jetzt deutscher Satz, den verstehe ich halt und denke ich weiter drüber nach, aber bewusst kann ich mich an der Stelle jetzt nicht erinnern, dass da irgendjemand was Deutsches gerufen hätte, ne? Ja gut, dann können wir ja gleich hier zum Anfang springen, was du dann sagen wolltest, ja. Was ich sagen wollte, also ich habe eben gerade auch nochmal drüber nachgedacht, so diese Einführung sowohl der Sophie Jean als auch dieser ganzen Situation ist ja eigentlich eine ziemlich gute Exposition, ne? Du hast ja dieses Problem, oder man hat ja diesen Fall, okay, ich muss jetzt erstmal erklären dem Filmpublikum, worum geht's eigentlich und wie kriege ich das am besten hin und wie kann ich diese ganze Situationen, wie die aufgebaut ist und so, wie kriege ich das eben toll dargestellt? Und ich finde, sowohl mit der Einführung der Ermittlerin, dass sie das sozusagen einmal vorgestellt bekommt von den dort normalerweise Anwesenden hier, dem Schweizer, ist das für uns eben so eine tolle Informationsleistung, also eben eine Exposition, weil es ja eigentlich so Sachen sind, wo du fragen kannst, ja, müssen die das jetzt eigentlich sagen und so? Und es ist nachvollziehbar dargestellt, weil sie anscheinend eben aus der Schweiz kommt und selbst mit koreanischen Wurzeln du da nicht unbedingt jetzt genau diesen Ort 1:1 kennst. Und für uns liefert das eben A, die ganzen Hintergründe, warum ist sie da, ne? Was wird jetzt so in den nächsten Stunden, Minuten passieren? Und wir kriegen eine ziemlich gute Verortung dieser ganzen Geschichte eben auch, ne? Wird so alles nach und nach da abspaziert. Hier ist die Brücke ohne Wiederkehr. Hier ist das Krankenhaus und das ist dieses und das ist jener Ort und wir können dass das sehr schön und sehr klar aufgebaut ist und man dem dann auch sehr gut folgen kann und eine Orientierung hat, wo bin ich jetzt gerade, das Wann, darüber kann man noch so ein bisschen debattieren, wie gesagt, ob diese ganzen Datumseinblendungen so wichtig sind oder nicht, aber dass das gut gemacht und genau, jetzt überlege ich gerade, ob mich das tatsächlich so schon doll reingezogen hat. Ich war auf jeden Fall so gespannt zu diesem, okay, wir müssen jetzt also diesen Fall lösen und irgendwas scheint da nicht zu stimmen, na mal gucken. Ich hätte auch nicht darauf spekuliert, dass es so ausgeht, wie es ausgeht oder dass eben der Verlauf so war, wie er ist, aber naja, das war dann vielleicht auch das Plus des Films, dass er mich da sehr gut überraschen konnte. Genau, das so zum Einstieg in den Film. Also genau, ich bin mir nicht mehr 100% sicher, ob ich mich da schon so doll am Haken hatte quasi.
Aber wahrscheinlich bin ich da grundsätzlich ein bisschen affiner, was so diese Ermittlungsarbeiten angeht. Also ich wollte am Anfang nochmal eine Kleinigkeit nennen, die mich zum Beispiel gekriegt hat. Also das ist wahrscheinlich jetzt die Hörer, die den Film gesehen haben, wir denken wahrscheinlich auch, Kali, der Film findet das ganz, diese tolle Einführung, ist in Banause, aber jetzt kommt die Space Cap. Also wie die Touristen sozusagen einmal so kurz an der Grenze vorbeigeführt werden. Hm. Und dann der amerikanischen oder europäischen Tourist sozusagen das Basecap zur nordkoreanischen Seite rüber weht. So, ja. Und dann dieser Spannung und dann dieses, ja, kam, geht zurück, dann ja, Kamsamida und das, und alle dann sozusagen diese Schockstarre verfallen, also, nach dem Motto, oh Gott, ist das jetzt ein Konflikt irgendwie, der ist ein Konflikt auslöst, könnte ein Konflikt ausbrechen durch diese angespannte Haltung, weil jetzt ein Basecap überfliegt, also Grenzübertritt in kleinster Form. Das fand ich zum Beispiel eine sehr cool gemachte Szene, die mich sehr abgeholt hat. Ja, genau, weil eben mit dem relativ einfach, also es ist sehr nachvollziehbar, man braucht nicht groß Worte, ne? Also das ist einfach, kannst du filmisch darstellen, du hast Bild und Ton, das reicht, du hast das Bild und jeder kann verstehen, okay, hier ist die Grenze, oder wir haben einen kleinen Blick bekommen, hier ist die Grenze, ist vielleicht nicht so günstig, wenn man da jetzt rüberlaufen würde oder so, aber was passiert eigentlich, wenn der Wind mir halt eine Mütze rüberweht? Ist die dann verloren, wird die verbrannt, packen sie alle die Maschinengewehre aus und zerballern die Mütze oder so? Nö, der hebt die auf, streckt es aus. Der amerikanische Kollege, der da die Führung macht, sagt, thank you very much. und dann ist sicher, aber hat er nicht gesagt? Nee, er sagt hier, Kamsamida. Aber es klingt, also ich habe das jetzt so übertrieben, weil das so in dieser Art Akzent, weil er kein, man hört raus, dass er Amerikaner ist und kein Koreaner. Kamsamida. Und dann ist diese Situation vorbei. Ich überlege gerade, ob wir dadurch an der Stelle eben Song Kang-ho eingeführt bekommen oder ob der vorher schon aufgetaucht ist. Ich glaube, er war schon mal vorher mit aufgetaucht. Ne? Aber ja, ich glaube, vorher war er schon im Krankenhausinterview oder war das danach erst? Ja, das gibt Sinn, ja. Genau. Aber das passt ja zum Film mit diesen vielen Zeitsprüngen und Ortsprüngen, dass man nicht mehr genau sicher ist, wen man wann wohl zuerst gesehen hat. Aber ich glaube, das ist dann die Szene, die sozusagen für uns offenbart, dass er Nordkoreaner ist, wenn man den Dialekt also erkennt. Also mindestens. Weil vorhin ganz am Anfang. Also im Krankenhaus ist auch klar, sie fahren zur nordkoreanischen Seite und befragen ihn da. Ja, aber das ist ja sozusagen nicht in dieser Aufmachung, Leute, das Krankenhaus. Das ist richtig, aber die anderen, der andere soll da sein. Vorgesetzter oder so, der damit. Ja, aber ich will damit ja schnell nur sagen, Leute, die ihn vielleicht am Anfang nicht so aufgepasst haben, für spätestens da ist die Sache klar. Möchtest du dir aus eigener Erfahrung berichten? Nagel mich nicht drauf fest. Ja, aber auf jeden Fall, diese Baseball-Szene wollte ich mal erwähnt haben, die ja auch sozusagen nachher auch sich als Rahmen entpuppt, ja, tatsächlich auch nochmal. Das Thema Grenzüberschreitung, ne? Also, das ist ja auch sowas. Ich muss da immer leider ein bisschen so an mein Studium zurückdenken. Da war hier mal mit Juri Lothmann, hieß der Mensch, glaube ich, der da mal so ein paar Theorien entwickelt hat, von wegen die Protagonisten in den Geschichten sind immer diejenigen, die eine Grenze überschreiten. Also jeder hat so einen Kreis oder eine Welt, in der er lebt. Und durch die Grenzüberschreitung wird dann eben eine Geschichte in Gang gesetzt. Und entweder, es gibt dann eben den Ausgang, diese Figur ist dann in dieser anderen Welt und kehrt nicht zurück, wo sozusagen eine Unordnung bestehen bleiben würde, oder sie kehrt wieder zurück in ihren Kreis und die Ordnung ist damit wieder hergestellt. Also die Grenze wieder zurück. Na gut, das ist eine gute Definition für alles, außer das ist auch Genre, Slice of Life, ne? Naja, das ist dann eben, und hier ist das eben genau so rum. Hier kann man das natürlich sehr, sehr konkret besprechen, weil wir mehrmals eine Grenze eingeblendet bekommen. Auch das natürlich wieder so einem schönen Kontrast dargestellt. Du hast immer mal wieder diesen gefühlt ja halt so einen Stein da, längliche Steine halt, und das ist die Grenze. Und dann hast du aber auch eben immer mal wieder die Natur, in der sich manchmal die Armeen oder die Soldaten begegnen, manchmal feststellen, wo sind wir hier überhaupt? Oh Gott, wir sind schon auf der anderen Seite, wir haben die Karte falsch gelesen und sind umhergelaufen. Und dass das eben der Natur völlig egal ist. Da ist Natur, Punkt. So. Also das möchte ich an der Stelle sagen, das ist ein guter Punkt, den du jetzt herausgeknüpft hast, weil gerade ich in letzter Zeit recht viele Sachen gesehen habe, die sozusagen an einem 38 Breitengrad spielen, wo in verschiedenen Medien, ob nur Serie oder Film, die Leute gerne mal die Grenze aus Versehen überschreiten, weil sie die Karte falsch lesen. Das ist ein sehr häufiges Motiv tatsächlich. Und ich finde das auch sehr aus dem Leben gegriffen, weil ich mir das wirklich vorstellen kann, dass es tatsächlich so ist. Da muss ich ganz klar sagen, ja, ich weiß, wie du manchmal umher bist.
Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass das relativ schnell gleich geht, weil das ja eine sehr schwammige Grenze in dem Sinne ist. Also wenn jetzt nicht gerade eine Mauer ist oder ein Zaun oder sonst was. Ja, es wird ja oft mal ganz klar markiert, aber das ist ja nun wirklich sehr, sehr schwammig, dem Wildwuchs und allem, dass ich mir vorstellen kann, dass wenn man sich einmal verläuft oder von seiner Truppe abkommt, dass man da aus Versehen schnell auf der anderen Seite sein kann und exekutiert wird. Das kann ich mir gut vorstellen. Das finde ich ist eben passiert. Ich finde diesen Kontrast sehr, sehr eindringlich, eben Natur, wo das halt völlig, das ist unsere Welt, Punkt. Was ist eine Grenze? Das ist irgendwas, was da jemand sich ausgedacht hat, da hat er da jetzt so einen Stein hingestellt und weiß, hier ist der Grenzübertritt. Und da weiß man sogar, wer den Stein hingestellt hat. Also war ja nochmal so, ne? So. Ja. Genau, und dann haben wir eben. Oder das wäre jetzt schon ein sehr großes Fass, was wir dann auch mit inklusive Endbesprechung hätten, das Thema Grenzüberschreitung. Ne? Also wir haben einmal die Grenzüberschreitung in der Natur eben während dieses Manövers, wodurch unser Li Su-yuk hier, unser Protagonist, weil er austreten muss, von der Gruppe getrennt wird, um sich dann in einer Landmine ist das, ne? Ich weiß nicht, Landmine hängen bleibt und dann quasi auf sich allein gestellt da warten muss, bis sie mal irgendwie Hilfe zuteil wird. Das ist ja eine furchtbarste Situation, finde ich tatsächlich. Also, das ist. So, und er wird dann aus dieser Situation befreit von zwei Nordkoreanern, die ihm da einmal helfen, nach ein bisschen hin und her. Auch das eben eine Szene, die. Den Humor des Films auch eben immer mal wieder, wo auch mal der Humor durchkommt. Wo man halt diese schwache Grenze zwischen Dramatik und Komik immer wieder. Diese Absurdität, genau, ne? Ja. Es ist todernst, aber da kommt halt ein Hund an, so ein kleiner Welpe und bellt ihn kurz an und dann kommen die beiden Nordkoreaner und dann dieses, ja, kein Schritt näher. Okay, und dann gehen sie wieder. Nein, ich habe gesagt, kein Schritt näher. Ich habe nicht gesagt, dass ihr gehen sollt. Bitte helft mir. Und dann hörst du noch dieses Fluchen und ich habe gesagt, dass du den scheiß Köder nicht mitnehmen sollst. Und auch da werden dann eben Sachen etabliert, wie dieses Pfeifen von Kong Sang-ho. Ne? Die macht er einfach nur einmal und das wird, glaube ich, mindestens noch zweimal aufgegriffen im Film. Auch hier haben wir eine Figureneinführung eben. Ne? Ich glaube, dadurch kommen die. So, Ja, ne? Oder also ist so er eben zuerst im Krankenhaus zu sehen? Oder? Fall, aber Shin Ha-kyun sehen wir das erste Mal sozusagen. Ich weiß, er lag vorher auch auf dem Tisch. Aber das waren geile Puppen, muss ich sagen. Also auch gerade dieses, dass der Rücken so platt gedrückt ist, weil die so lange da liegen und alles, das fand ich stark. Da habe ich ihn aber gar nicht erkannt, dass er das sein sollte, ehrlich gesagt. Also das habe ich erst nachher gesehen, als er mit dem Hund im Feld stand. Ja, genau. Und da kommt es eben zum ersten noch Feindkontakt. Aber schnell wird klar, ja, man kann sich trotzdem, obwohl man verfeindet ist, kann man sich theoretisch helfen. Und ich bin nicht sicher, auch da zum Beispiel so ein Detail, ob da schon von Bruder und Genosse die Rede ist oder ob das eben ein bisschen später kommt. Aber das ist auf jeden Fall auch so eine Sache. Ja. Ich überlege immer gerade, wenn sie Genosse sagen, das ist so ein bekanntes Wort für mich, aber ich kriege das jetzt nicht auf die Kette. Was das ist sozusagen in den kommunistischen oder sozialistisch vielleicht auch. Ja, noch, so, aber die sprechen ja auch diesen Jargon trotzdem die Südkoreaner nachher an. Ja, weil erstmal ist jeder ein Genosse, Punkt quasi, der in Nordkorea ist. Also auf jeden Fall, um das noch kurz abzuschließen, diese Szene endet damit, dass die Grenzüberschreitung rückgängig gemacht werden kann, dass die Ordnung wiederhergestellt wird. Andererseits, führt es ja doch schon zu einer Unterwanderung dieser Ordnung oder zu einer möglichen Neuordnung. Und dann ist eben dieser Hauptgrenzübertritt, wo es immer wieder mal stattfindet, diese Brücke ohne Wiederkehr, Brücke ohne Wiederkehr wird so genannt, weil gesagt wird, sobald jemand über diese Brücke nach Nordkorea kommt, der kommt halt nicht wieder, Punkt. Und wir sehen das dann, dass es im konkreten Fall anders sein wird, denn unser südkoreanischer Soldat geht halt wieder und wieder darüber und kehrt auch zurück. Und jetzt ist halt die große Frage, man könnte jetzt argumentieren, dass letztlich, je nachdem wie man das Filmende sieht oder auch eine Zwischenstufe des Films, dass kommen die tatsächlich wieder oder kehren sie eben nicht ganz zurück. Also machen wir mal ganz konkret. Nam Sung-sik, also der befreundete südkoreanische Soldat, der dann auch irgendwann mit rüberkommt,
der springt während eines Verhörs eben dann später nach diesem Zwischenfall aus dem Fenster und landet im Koma. Und genau an der Stelle, an der er zu Boden gefallen ist, also aus dem Fenster, beim Fenstersprung aus dem Boden gefallen ist, dort an dieser Stelle wird sich zum Ende des Films eben unser Hauptcharakter Lee Soo-hyuk selbst eine Kugel in den Kopf jagen. Und ich würde sagen, der ist tot. Ja, da kannst du ausgehen. Ne? Und dementsprechend, das sind die zwei, die diese Grenze überschritten haben, die über diese Brücke ohne Wiederkehr gegangen sind. Und zwar sozusagen, ja, sie sind noch zunächst physisch zurückgekehrt, sind aber psychisch und in anderer Hinsicht halt so geschädigt und mitgenommen und haben halt die Schnauze voll von dieser ganzen Geschichte, dass sie dann eben ja nicht wiederkehren und tot sind, beziehungsweise im Koma. Das wäre eine etwas gedankliche, übertragene Deutung, weil sie ja, wie gesagt, physisch sind sie zurückgekehrt, aber letztlich am Schluss dieser Geschichte treten sie ja dann ab. Wie siehst du das? Na, ich frage mich an dieser Stelle, also ich lasse das mal kurz so stehen, bevor ich es kommentiere, ne? Ich frage mich an dieser Stelle, ist denn sozusagen die Rolle denn von Song Kang-ho, ist das denn sozusagen eher der einzige Überlegene oder der Gewinner in der Runde, weil er, mal abgesehen davon, dass er der Last Man Standing in diesem Szenario ist, unternimmt er ja nichts in diese Richtung. Also er ist der, aus diesen, von diesen fünf, die sich da in der Hütte getroffen haben, ist er natürlich der letzte, oder der... Ja, also ich nehme jetzt mal wieder, ich würde jetzt die vier nehmen, ich würde jetzt nicht den äußeren Einfluss reinholen. Ja, einholen, aber selbst, ne? Der ist ja tot, also... Ja, aber der ist ja... Er ist derjenige, der am ehesten noch wieder auf die Beine kommt, sowohl physisch wie wahrscheinlich auch psychisch. Also für mein Gefühl wirkte er auch während des Films in dieser Viererrunde immer als der Älteste. Also der ne, das wird ja auch gesagt, hier, er war da schon im Einsatz und dort und hier in Nordafrika. Und, also er ist ja eindeutig älter. Ne? So. Genau, ne? Also ja. dass er da deutlich erfahrener ist und dass er derjenige ist, der eben quasi ja seine Hülle, seine Maske, seine Kleidung quasi fallen, also diese Soldatenkleidung und eben seine Menschlichkeit zeigt, aber der auch genau weiß, dass er das, was er sagt, es ist schön, dass du ganz schnell mit der Pistole bist, aber noch viel wichtiger ist es eben, dass man jede Situation, wenn sich eine entwickelt, sofort, also eben richtig schnell einschätzen können muss, um eben entsprechend zu reagieren. Und das ist das, was, glaube ich, letztlich ihn eben sozusagen durchkommen lässt in gewisser Weise. Und dann kann man natürlich fragen, oder das ist dann kann man deuten, jeder für sich, ist das eben ein Charakter, der eigentlich sozusagen schon weiß, ja, diese, also vielleicht beide Systeme sind irgendwie nicht so geil, aber trotzdem fände ich es halt schön, wenn wir eigentlich eben Brüder, nicht mal Genossen, sondern wirklich Brüder einfach sein können oder Geschwister oder Familie. Ja, ich glaube natürlich, dass er sozusagen am Ende auch, also dass er überlebt in dieser Situation, dass er natürlich auch, weil er kein Blut an den Händen hat. In dem Fall, aus dem Szenario. Er hat seine Schulter. Naja, aber das kommt halt noch mit rein. Und ich glaube, bei ihm ist ja auch so dieses, also das ist ja bei den beiden Nordkoreanern schon sehr stark, dass die halt sozusagen ihre Ideologie nach außen tragen. Aber vor allen Dingen jetzt in der Rolle von Kang-ho ist es ja schon so, dass er durch seine Reisen halt deutlich weltoffener ist und trotzdem ein Interesse an Süden hat in gewissen Bereichen, was ja immer mal wieder durchkommt, indem er zum Beispiel den südkoreanischen Musiker absolut liebt und das auch schade nochmal bedauert, dass er so früh gestorben ist. In der Hinsicht, das ist ja, also das ist mal so ein Beispiel. Ja, aber er ist eben auch der wirklich von einer Sekunde auf die andere wieder so dieses Zack. Ne? Also wenn die sich dann nochmal gegenübergestellt werden, hier, das sind ihre Aussagen gewesen, möchten sie die so bestätigen und dann um ja wieder quasi Lee Byung-hun zu schützen, der eben kurz davor ist, zusammenzubrechen, fängt er an, ihn zu schlagen und zu treten. Ja, du Kapitalistenschwein und dann hier, ja, lang lebe unser Führer. Welcher war es noch? Kim Song-il? Wer war da gerade an der Macht noch? Weiß ich gar nicht mehr. Da also wieder genau diese Rolle, die von ihm erwartet und verlangt wird und diesen überzeugten, systemgläubigen Fanatiker gibt. Und wir aber natürlich gelernt haben schon längst, ja, also es gibt Teile, an die er glaubt und Sachen, aber wenn er könnte oder wenn das System das zulassen würde, dann würde er eigentlich viel lieber die Hände ausstrecken und Hallo sagen. Ja, also die Tatsache, dass er sozusagen in diesem Moment so reagiert hat, zeigt ja, dass er wahre Freundschaft empfunden hat. Das ist für ihn, das ist ja ein Freundschaftsdienst. Ja, ja, auf jeden Fall. Ne? Also für ihn war das real, die ganze Situation. Ja. Ne? Und
ich glaube, am Ende war das für alle real. Deswegen ist es, das ist halt nur dieser allgemeine, dieses Misstrauen, was halt so eingeimpft wird. Immer diesen, ja, die sind nicht nett, die spielen dich nur aus. Das ist alles Taktik, was du halt von allen Seiten hörst. Wenn du dann halt in eine brenzlige Situation kommst, dass du halt zwischen deinen eigenen Werten nach dem Motto, nee, das sind meine Freunde und dem, was dir immer eingeimpft wird, dieses, nee, das war jetzt nur Taktik, das war jetzt eine Falle. Mhm. So hin und her, also so diese Unsicherheit halt da ist, dass man dann wahrscheinlich den niedrigsten Instinkt in diesem Moment folgt. Das Vertrauen. Ja. Immer eine Unsicherheit was die, also, da ist. Das, was halt durch diese unterschiedliche Ideologie halt auch von oben, du ja auch von eingeimpft kriegst die ganze Zeit. Das ist halt die Problematik. Was ja mit, ne, also finde ich, mit die eindrucksvollste Szene ist hier mit dem, ich weiß gar nicht mehr, Schokokuchen oder ne, dieses Gebäck, was er da isst. Und dann sagt er ihm, ja, es wäre doch schön, wenn ihr das immer kriegen könntet. Und dann sagt er so, und dann lässt er erst das alles rausfallen aus dem Mund. Und dann, also mein Traum ist, dass irgendwann alle von der Größe von Nordkorea, dass wir die besten Dinge herstellen und so, da gibt es für mich überhaupt keine Frage. Also dass man auch merkt, ja doch, irgendwas steckt da so tief in ihm, ob nun eingeimpft oder vielleicht auch aus eigener Überzeugung zu einem gewissen Grad. Ja, ohne dass ich ihm das zum Vorwurf machen will tatsächlich, weil ich eigentlich auch glaube, naja, er ist halt bis zu einem gewissen Grad so in dieser Welt aufgewachsen. Also wie sollte er so völlig anders denken? Und diese riesige Öffnung mit der Freundschaft ist schon ja, genau eine Öffnung. Ja, ich glaube, die Freundschaft funktioniert ja nur, solange du dieses brandheiße Thema mit den Ideologien nicht ansprichst. Also dadurch, dass die halt sich über andere Sachen unterhalten und dann halt eher merken, sie wachsen, sie sind in der gleichen Situation, nur auf unterschiedlichen Seiten. Und in vielen Bereichen sozusagen so zusammen durch ihre Hobbys annähern, durch ihre Spiele annähern, durch ihren Musikgeschmack annähern. Das ist ja eine trotzdem sehr, sehr schöne Freundschaft. Aber sobald halt immer dieses Mal aufkommt, was du gerade gesagt hast mit dem Keksen oder mit diesem, habt ihr schon mal überlegt, rüberzukommen oder solche Sachen, dann vereist ja diese ganze Situation. Das ist ja dann immer, inszeniert, als wäre Schockstarre da. Ja. Das ist ja auch immer also sehr cool gemacht. Ich überlege halt gerade, ob nicht trotzdem alles ja, also die Ideologie eben in allem mitspielt, so dieses, ne, wenn sie die Pornoheftchen da mitbringen und alles so, das sind ja Sachen, die augenscheinlich sie ja in Nordkorea nicht haben oder eben das Feuerzeug ist ja auch nochmal so ein ganz großer Punkt, das geht ja durch mehrere Hände im Endeffekt. Ja, aber genau, wenn man es eben ganz konkret anspricht und so, dann merkt man, ja, okay, Schritt für Schritt kommen wir vielleicht irgendwann mal zu einer Lösung, dass wir dann eben nicht mehr diesen Grenzstein brauchen oder die Minen, sondern dass dann einfach nur Natur da ist und man hin und her gehen kann, wie man will. Hm. Kommen wir nochmal zurück auf den Punkt mit der Grenzüberschreitung, die du erstmal so stehen gelassen hast mit den beiden. Möchtest du dazu noch irgendwas sagen? Oder? Na, ich glaube, ja. Ich glaube, also ich glaube, der Punkt, dass, als du ihn angesprochen hast, den finde ich sehr elementar, dass ich das schade finde, dass er so früh kam. Also die beiden Soldaten, südkoreanischen Soldaten, haben ja beide Blut an ihren Händen, zu einem gewissen Grad. Und ich glaube tatsächlich, ist halt die Frage, warum agieren sie, wie sie agieren? Es ist, also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Es ist Möglichkeit Nummer A, war es für sie wahre Freundschaft und sie können es sich selbst nicht verzeihen, was vorgefallen ist. Möglichkeit Nummer B, jetzt haben sie kennengelernt, dass sie doch trotzdem alle gleich sind, können sie überhaupt noch in diesem System leben? Also können sie denn sozusagen wieder zurück in dieses Feindbild überhaupt oder geht das überhaupt nicht mehr für die? Oder ist es Möglichkeit Nummer drei, dass sie einfach das Gefühl haben, dass sie niemandem mehr vertrauen können und durch die Ideologie selber sie als große, umfassende einfach kaputt gemacht hat, weil sie das Gefühl haben, dass jeder sie belügt oder dass keiner die Wahrheit sagt. Und Möglichkeit Nummer vier, es ist ein Alles oder gar nichts. So zusammen in der Fassung. Also warum agieren sie, wie sie agieren? Und ne? Nummer 5 ist, ist dann vielleicht doch sozusagen gewollt oder ungewollt eine Moral des Films, dass dieser Grenzübertritt eben bestraft wird. Im Sinne von, also es ist letztendlich trotzdem ein südkoreanischer Film und es werden zwei südkoreanische Soldaten gezeigt, die sich mit Nordkoreanern anfreunden und beide diese Südkoreaner sind am Ende tot, beziehungsweise einer ist in Anführungszeichen nur im Koma und der andere erschießt sich selbst. So, ne? Ist das sozusagen die Strafe, die dafür, ja, ist das diese Strafe? Du musst, das bezahlst du mit dem Leben. Also ich möchte jetzt mal dazu allgemein was sagen. Der Film ist ja nun von 2000, aber es ist ja nun auch so, dass es sehr, wirklich sehr, sehr viele Filme über diesen Konflikt mit Deutschland und Südkorea gibt, ja auch, also da kommt ja jedes Jahr in der Hinsicht ganz viele raus und dann auch viele, die am 38. Breitengrad spielen, manchmal in den 50ern spielen, manchmal aktuell. Und es ist eigentlich grundsätzlich so, egal welchen Film du jetzt so guckst, wo die Filme, wo sich dann halt die südkoreanischen und nordkoreanischen Soldaten aufeinandertreffen, haben sie am Anfang halt immer diesen Abscheu und Widerwillen und dann wachsen sie halt zusammen, weil sie halt verstellen halt für sich immer
in diesem Film fest als Moral, wir sind ja eigentlich eins. Das ist eigentlich Quatsch, dass wir kämpfen müssen, denn dann kommt meistens nochmal so der große Zeigefinger hier gegenüber dem amerikanischen System oder ähnlichem. Und ich sag dir an dieser Stelle, die Filme, was jetzt ich gesehen habe, die gehen alle gleich aus. Also, das ist halt wirklich einerseits, da wurde es halt diesen Film transportiert, wenn wir wollen alle eins sein, wir wollen ein Korea, wir möchten nicht gegeneinander kämpfen. Aber das gefühlt immer die Moral, die einem vermittelt wird, ist entweder immer sozusagen, selbst wenn sie einen Schritt aufeinander zugehen, dann kommt entweder die böse Dritte von oben und ruiniert das. Oder wenn das nicht der Fall ist, dass dann trotzdem irgendein tragisches Ende gezeichnet wird, weil es einfach nicht funktionieren kann, weil die Ideologie einfach zu weit auseinander geschert ist. Und diesen einfach diese Moral zu schaffen, dass wir sind verschieden und wir bleiben verschieden. Wir können nicht zusammenkommen. Das ist halt immer irgendwie ein bitteres Ende in der Hinsicht gibt. Und ich finde es halt interessant in der Hinsicht, jetzt ob ich nur einen Film von 2000 jetzt gucke, einen von 2010 oder jetzt einen von 2020, dass von denen, die ich gesehen habe, ich kann natürlich auch sein, dass ich alle Happy End Filme noch nicht gesehen habe oder irgendwie, dass die halt alle in diese gleiche Kanone schießen. Ne? Also das ist... gefühlt... diese Moral sich nicht geändert hat in den letzten 20 Jahren. Dass der Film halt für mich in der Hinsicht noch sehr brandaktuell erscheint. Die eine Schlussfolgerung könnte ja jeweils sein, wenn jetzt die überleben, dass man sagt, ja, wir machen jetzt diesen Schritt in eine Utopie. Also dass der Film dann in gewisser Weise sagen musste, okay, es geht irgendwie mit dem Zusammenleben, aber dann müsste er in einem gewissen Grad oder bis zu einem gewissen Grad sagen, wie das aussehen wird. Sagt Nordkorea, wir machen unsere Grenze auf und wir schließen uns jetzt Südkorea an, sagt Südkorea, wir schließen uns den Nordkoreanern an. Und das ist eben der Punkt, ja, wer möchte das schon, egal welche Seite jetzt, zeigen? Außer es ist jetzt ein harter Ultra-Propaganda-Film, der sagt, ne, natürlich geht das, aber wir diktieren das dann sozusagen. Und das ist, glaube ich, oder denke ich, der Knackpunkt. Ich versuche es so ganz dezent eben auf die deutsche Situation zu übertragen. Gab es eigentlich so Filme, wo das thematisiert wird von westlicher Seite? Von östlicher Seite würde ich eher sagen, nee, aber müsste man nochmal hart tief graben. Aber ich jetzt so von BRD-Seite, das Thema Einigung, Wiedervereinigung, wäre mir jetzt nicht großartig bekannt. Mir fällt jetzt spontan noch kurz bei Lenin ein, was ja auch ein Ja, aber sehr, das ist ja auch ein Film, auch das ist ja wieder ein Film, der danach entstanden ist, so wie wir aufgewachsen sind, im geeinten Deutschland und nicht so wie es in Korea ist, bis heute eben diese Trennung. Produktion auf jeden Fall nicht. Wer da mal was drehen wollte und wo der oder die dann gelandet sind, ja, weggesteckt worden sind. Aber so von westlicher Seite ist die auch nicht. Gar nicht, ehrlich gesagt, auch so wie wir aufgewachsen sind von den Medien, die ich konsumiert habe, wirkte das halt immer so, als wenn natürlich eine Wiedervereinigung für den Ostdeutschen viel bedeutender gewesen wäre als für den Westdeutschen, sozusagen. Bedeutender auf welcher Ebene jetzt so? Also, erstmal natürlich finanzieller Ebene und dann halt auch auf politischer. So wird es ja mal dargestellt. Ne? Also ich kenne ganz viele, die nicht damit so glücklich waren. Ne? So, das ist quasi, genau, sozusagen das Land, in dem wir noch geboren worden sind, das ist sozusagen immer grau und alles schlecht und so und dann der goldene Westen eben. Ich muss ehrlich sagen, jetzt diese ganzen Vorurteile oder dieses ganze Negative, abgesehen jetzt von diesem Stasi-Element, ne, was ja auch mal erschattend ist, das höre ich mehr von Westdeutschen als von Leuten, aus denen ich umgeben, die in Ostdeutschland groß geworden sind. Ja. Also ich habe da nicht so viele negative Stimmen jetzt hier als die Westdeutschen sehen. Kann man ja auch so ein bisschen den eigenen Test machen, wie gerne würde man, also angenommen, man trifft sich mit dir und dann sagt er eben, ja, aber war ja schon hart für euch und dann wirst du auch hier sagen, oder wirst du dann sagen, ja, ist echt alles scheiße, ich bin so froh, dass ich endlich hier bin oder so? Oder sagt man dann eher, ach naja, bald eine schöne Kindheit gehabt oder der gute alte Satz, es war nicht alles schlecht, um dann natürlich auch persönlich irgendwas zu verklären oder so. Oder eben dass man sich vielleicht auch selber sagen möchte, so schlimm war es eben doch gar nicht. Das kommt ja auch mal auf die eigene Erfahrungswelt an. Es gibt ja so viele Leute, die ja wirklich von der Stasi sehr stark überwacht worden sind und auch wirklich penetriert worden sind und die auch wirklich Leiden hatten. Es gibt aber auch ganz viele Leute, die halt wahrscheinlich überwacht worden sind, aber das selber nie mitgekriegt haben im normalen Leben. Ja. Oder weil sie halt keine Sanktionen, weil sie sich halt so verhalten haben, dass keine Sanktionen erfolgt sind.
in der Hinsicht, und ich finde, also ich bin einfach von der persönlichen Ansicht erstmal das, was man selber halt noch aus der Jugend so ein bisschen mitgekriegt hat, dass, und von dem, was, wie man aufgewachsen ist, dass in der DDR definitiv nicht alles schlecht war. Aber es natürlich trotzdem sehr, sehr große Probleme gab, was nicht heißt, dass es heute nicht auch Probleme geben wird. Natürlich, aber die gibt es im Westdeutschland auch. Ne? Also das ist, ich finde halt immer, ich bin ja eher ein Mensch, der halt immer alles in Grauzonen einordnet, weil ich mir finde, Schwarz-Weiß-Denken ist Quatsch. Aber halt, wenn ich jetzt sage, in der DDR immer halt sage, es war alles schlecht, dann muss ich ja gleichzeitig sagen, euer Westdeutschland ist der Retter und Westdeutschland ist alles gut. Und das sehe ich absolut nicht so. Also ich finde, das ist beides eine Grauzone. Es gibt Sachen, die sind da gut und da gut gewesen, und es gibt Sachen, die sind halt da weniger gut. Ne? Also das ist halt ein normales Ding. Als Stadtvideo kann man ruhig durchaus mal deutlich sagen, die schlecht und schlimm waren, ja. Ne, ich rede jetzt nicht nur von der DDR, ich rede von Westdeutschland. Ich möchte jetzt auf Westdeutschland jetzt nicht komplett auch hier dissen. Ne? Das ist für mich jetzt auch, also ich meine es jetzt allgemein beiformuliert. Und ich finde zum Beispiel auch, ich weiß, dass gerade weltweit im Vergleich wird immer gerne dieser Vergleich gewählt, BRD, DDR und Wiedervereinigung und Nord- und Südkorea. Ich finde diesen Vergleich nicht passend. Er ist natürlich passender im Vergleich zu anderen weltlichen Staaten, klar, aber es ist halt schon eine ganz andere Grundsituation. Also es ist halt schon, dass... Naja, die Grundsituation ist, es gibt quasi eine, ich nehme jetzt mal einfach eine Nation oder ein Volk möglicherweise, die Koreaner, so wie es die Deutschen nach dieser These dann geben müsste, die eben in getrennten Ländern sind, die vermeintlich zusammengehören oder die eben zusammengehören. Ja, das ist aber eine sehr oberflächliche Betrachtung. Ne? Also, aber es ist eben erstmal, deswegen lässt sich diese Situation eben übertragen. Ja, aber so. Ich finde, ja, im Vergleich zu anderen Ländern, klar. Aber ich finde einfach, im direkten Vergleich hält das nicht so stand, weil ich finde... Ja, das ist im direkten Vergleich halt, Unterschied, gibt es auch ich finde halt, klar. Ich finde einfach, dass Südkorea, Nordkorea sind viel weiter auseinander, als wir es je waren mit DDR. Wir natürlich haben wir Unterschiede. Stell dir mal vor, die DDR wäre Atommacht gewesen. Naja, aber jetzt fangen wir mal mit dem Grund an, ne? In Deutschland, die Deutschen selber, die Ostdeutschen, die Westdeutschen haben nie gegeneinander gekämpft. Das geht schon so los. Also du meinst jetzt so direkt so wie jetzt Koreakrieg? Ja, wir wurden nicht jetzt irgendwie als Stellvertreter angestachelt, dass jetzt Ostdeutsche und Westdeutsche aufeinander schießen mussten. Das war einfach eine Folge aus dem Zweiten Weltkrieg, aus einem deutschen Problem, also das nicht, dann aufgeteilt dass wurde es, dass als Sanktionen von den Alliierten. Ne, also dass es diesen offenen Krieg in der Form nicht gab, aber dass geschossen wurde aufeinander, das kam ja... Ja, aber das war Deutsch gegen Alliierte. Also das war nicht Deutsch gegen Deutsch unbedingt. Ja, ich überlege gerade selber an der Mauer, ob die auf sozusagen von Osten auf den Westen geschossen haben oder in Anführungszeichen, also, ich weiß also jetzt in großen Anführungszeichen nur eben die Republikflüchtlinge, also wie sie genannt haben, erschossen haben. Ja, da, du bist ja jetzt schon wieder 10, so. 20 Jahre weiter. Ich bin ja noch im Prozess der Teilung, Aufteilung. Und das war halt dieses Jahr aus dem Zweiten Weltkrieg hervorgegangen. Und da haben die Deutschen nicht gegeneinander gekämpft. Das ist schon mal der große Grund. In Korea sozusagen gab es schon sozusagen, haben sind diese Ideologien, diese Stärken und dieses Auseinanderdriften. Das ist ja schon während des Zweiten Weltkrieges entstanden. Das war ja sozusagen aus der japanischen Kolonialherrschaft heraus eine Folge, die halt auch angestachelt worden ist. Das waren sozusagen das eigentlich letztendlich die Südkoreaner, da wo halt viele halt sozusagen sich den Japanern gefügt haben und die Nordkoreaner waren ja sozusagen die Rebellen sozusagen, die versucht haben, also die Attentäter, die halt nicht der Polizist, also die halt die Anschläge auf die Polizisten verübt haben, und dann wurden halt die Nordkoreaner natürlich von der Sowjetunion und China gestärkt und die Südkoreaner von Amerika und dem Bereich. Und dann kam das auch auseinander. Das heißt sozusagen schon bevor der Koreakrieg losgegangen ist, weil in Korea gab es ja schon da ganz manifestierte starke Ideologieunterschiede. Das ist eine Form, die wir haben zwar unterschiedliche politische Systeme und Ost- und Westdeutschland gehabt, aber wir hatten halt nicht diese extrem tragische Prägungsphase, dass wir sozusagen diese Ideologien uns so stark getrennt hätten. Nicht in der Form. Ja, es ist nicht in dieser Form, genau. Ich mache ja jetzt einen direkten Vergleich zwischen den Ländern. Das ist nicht vergleichbar. Also schon erstmal, wir haben keine tragische Kriegsgrundlage sozusagen gegen uns selbst. Wir haben halt keinen großen, diesen starken Ideologieunterschied in der Hinsicht. Und vor allen Dingen ist es ja dann auch so, dass natürlich, also das könnte man vergleichen, dass wenn man da weitergegangen ist, dass dann halt im kommunistischen Teil sozusagen mit der Planwirtschaft und allem, dass das nicht so ganz funktioniert hat. Und dann haben wir halt hier in Südkorea halt dann ganz lange Korruption, dann halt die Militärregierung,
dann halt auch ganz viel Zensur und Meinungsbeschneidung, auch sehr, dann halt diese, auch diese Oppressionsphasen, aber gleichzeitig halt auch diesen extremen Wirtschaftsaufschwung und die Öffnung zum Westen seit den 70er Jahren. Sozusagen auch zum Aufstieg einer der vier Tiger in Asien. Ja gut, ich meine, den Wirtschaftsaufschwung hast du ja auch in Westdeutschland gehabt. So ja, aber den hast du nicht, also den hast du aber nicht in Nordkorea als Beispiel gehabt. In Nordkorea hattest du den in den ersten vier Jahren. In den ersten vier Jahren, ja, vielleicht sogar noch bis in den ersten sieben Jahren, wenn man großzügig ist, war die Wirtschaft, der wirtschaftliche Aufschwung in Nordkorea deutlich dem voraus von Südkorea. Da war halt Südkorea als verlorenes Land und war gleich bei dem Bruttoinlandsprodukt gleich mit dem Kongo. So, aber alles danach hat sich danach auf diesem Level ist aber auch Nordkorea dann auch stehen geblieben, abgesehen von seinen mit der Atombombenindustrie, die sich dann langsam so rausgeschaffelt hat, solche Sachen und diesen starken Forschern, die halt auch sehr stark in Korea, ganz viel in Russland gelehrt haben, ist ja trotzdem sozusagen, auch wenn jetzt die Industrie in Nordkorea sozusagen sehr auf diese Atomindustrie ausgelegt hat, haben ja die Leute trotzdem nichts zu essen. Also muss ich mal, also oder nicht durchgehend Strom oder können sich halt grundsätzlich komplett versorgen. Denn das ist ja schon, also das ist ja zum Beispiel ein Level, ein Armutslevel, was wir auch in der DDR niemals hatten. Das war ja trotzdem noch alles gesittet. Auch wenn man sozusagen nicht jetzt ein Produkt hatte, wo man 50 Möglichkeiten hatte, sich das auszuwählen, aber die Leute sind ja nicht verhungert. Die hatte jede Arbeit. Also der Große hatte Arbeit, hatte einen Job, hatte eine Beschäftigung, konnte sich ernähren, konnte eine Familie sozusagen aufbauen, wurde auch noch staatlich unterstützt. Das ist ja in Nordkorea gar nicht der Fall. Also, und in Ostdeutschland auch jetzt, wenn sozusagen das politische System anders war, und natürlich musstest du konform sein, was ja die Stasi auch sozusagen überprüft hat, hast du aber trotzdem nie diese starke Ideologie gehabt, dass du sozusagen einer Person zugerechnet worden bist jetzt im Vergleich. Wir haben jetzt nicht sowas wie einen Führerkult in Ostdeutschland gehabt. Ne? Natürlich musstest du sozusagen loyal zu deinem Land sein und die Stasi hat dafür auch so sozusagen Sorge getragen. Aber es ist, also jetzt in dem verdreckten Vergleich, was da in Nordkorea seit 50 Jahren abgeht, das haben wir nie in Ostdeutschland gehabt. Nie. Da würde ich jetzt mich nicht mit hundertprozentiger Zustimmung äußern. Ich überlege gerade, was mir so in den Kopf kommt, von wegen so Militärparaden. Also es mag sein, dass der Umfang Nordkorea, aber auch das, ist ja auch die Frage, ne? Welche Bilder kriegen wir überhaupt und was haben wir so für Bilder von der DDR gesehen? Also so von wegen eben hier, ne, mit deutsch-sowjetische Freundschaft oder so, dass da eben dann auch mal, oder dass Aufstände niedergeschlagen werden und solche Geschichten. Also ich denke, du meinst ein bisschen was anderes noch in der Stufe, aber ich würde sagen, dass so eine, oder andersrum, das, was ich jetzt so von Nordkorea wahrnehme mit dieser kultischen Verehrung hier, unser großer Führer, wie heißt der jetzt eigentlich, der aktuelle gerade, Kim Jong-il? Kim Jong-un, ja, also ne, dass das so in der Form, ist wahrscheinlich auch nicht, dass man sagt, unser großer Meister Erich Honecker, aber das durchaus trotzdem da auch schon eine gewisse... Also man hat schon den Eindruck, dass in Nordkorea ist ja eine richtige Gehirnwäsche da, nur von klein auf. Ja. Und das ist halt sozusagen, Leute haben nichts zu essen, wenn sie sich nicht selbst versorgen, die haben keinen Strom, die haben auch teilweise Aggregatoren und sobald irgendwie was nicht im Sinn der Gemeinschaft läuft, was ja halt auch dieses Stasi-Prinzip, was wir ja sozusagen staatlich gesteuert hatten, haben die ja sozusagen als Nachbarschaftsprinzip, da werden auch Leute heutzutage noch an den Fall gestellt und auch vor allen Leuten erschossen und solche Sachen und das ist so richtig auf unzivilisiertem Niveau oder ins Arbeitslager gestellt oder solche Sachen oder in Minen geschickt oder verschwinden einfach aus dem Nichts. Naja gut, das gab es aber in der Form ja auch. Ja, aber wir haben, also das ist doch eine andere Form. Also ich sage ja nicht, dass jetzt die DDR super gut war. Ich sage nur, dass ich mache jetzt einen Vergleich mit Korea-DDR. Ja, also ich habe das Gefühl, du willst mich nicht verstehen. Natürlich gibt es in der DDR auch Defizite, die man nicht gut reden kann. Das ist mir bewusst. Aber ich will damit nur sagen, guck dir doch mal Nordkorea an. Ich finde, dieser Vergleich, der passt nicht ganz. Das ist einfach mein Punkt. Das habe ich schon längst, ja. Okay. So. ich weiß nicht mehr, wo wir waren. Ja, weiß nicht, ob die in Nordkorea sozusagen die Leute Gehirn gewaschen sind oder nicht, aber Gehirn gewaschen erscheinen. Weil sie halt so, wir waren, glaube ich, an der Stelle gewesen, dass sozusagen mit der Kommunikation, dass sozusagen die Harmonie da war, aber sobald es auf diese Systeme kommt, diese Schockstarre war. Naja, du hattest vor allen Dingen, war dieser Punkt mit, ne, welche, du hattest irgendwie vier Varianten aufgezählt, warum die sich nun so verhalten, wie sie sich verhalten, die beiden Südkoreaner zum Schluss. Und ich hatte es nur mit reingebracht mit dem, dass sozusagen der Film selbst so eine Art Moral dann drauf drücken könnte.
Also für mich ist es auf jeden Fall eine sehr, sehr tragische Sache mit den beiden. Und für mich, ja, warum machen sie das? Also der sich aus dem Fenster stürzt, aus meiner Sicht, ist derjenige, der eben damit überhaupt nicht klarkommt, eben weil er anscheinend selbst auch geschossen hat. Ne, und dann eben so, also der kriegt das nicht verarbeitet, wie das gehen kann, ne? Dass er mit denen eigentlich befreundet ist und so viel Spaß hat und dann hat er irgendwie trotzdem geschossen. Ja, aber er hat auch den Korporal, oder was das war, den Chef da erschossen. Also er hat nur den Fremden erschossen. Ne, aber das also, ist ohne, ja noch also nur minimal, das ist ein fieses Wort, das aber. Das ist ja minimal noch auch wieder so dieses Thema Perspektive, so dass ganz zum Schluss dann nochmal gesagt wird, dass hier Lee Soo-hyuk dann wahrscheinlich doch derjenige war, der deinen Lieblingsschauspieler erschossen hatte. Ne, wo das bis dahin immer gesagt wurde, dass der andere den ersten Schuss abgegeben hat. Aber so oder so, jetzt selbst mal unabhängig davon, wer es nun tatsächlich war, dass er eben da geschossen hat und diese ganze Situation eben so miterlebt hat und einfach nicht weiß, wie es jetzt, was er jetzt machen soll oder wie er damit umgehen soll. Das ist ja wahrscheinlich auch keine psychologische Unterstützung bekommt, nehme ich mal an. Denn auch das wird ja gezeigt, so der südkoreanische, ja weiß nicht, Befehlshaber, Vorgesetzte, der schlägt ja auch den einen Typen, der gesagt gefragt hat, was haben sie denn, was hast du denn gemacht und was hast du nicht gemacht? Und dann schlägt er ihn da und also einfach Gewalt anwendet. Und man fragen kann, ob die überhaupt erlaubt ist und so. So, und dann Nummer 2 hier, Lee Soo-hyuk, der sich dann erschießt, der dann letztlich auch nicht damit klarkommt. Also das wird ja noch deutlicher, klarer, weil er sich auch artikuliert und dann eben sagt, eben ja, ob sie ihm jetzt die Wahrheit verkünden oder nicht, ist mir eigentlich egal. Ich kann eh nichts mehr gewinnen und verlieren. Ich habe quasi schon alles verloren. Der eben auch ja quasi sagt, was ist das überhaupt jetzt noch für eine Welt? Will ich da dann eben noch leben? Und wie gesagt, ich finde es auch wieder sehr ganz bewusst eben darauf geachtet, dass er eben genau an der Stelle ist, wo eben sein Kumpel sich aus dem Fenster gestürzt hat, dass er genau auf dieser Stelle da dann sozusagen das wiederholt in gewisser Weise, was der andere gemacht hatte. Ja. Gibt es noch andere Punkte, die du ansprechen möchtest? Dass er das wiederholt, was der andere gemacht hat. Naja, der drückt sich aus dem Fenster, um sich umzubringen und er bringt sich an genau dieser Stelle eben auch um. Ja, die Frage ist ja zum Beispiel, jetzt wo du meintest, das ist ja nicht klar, wer jetzt von den beiden geschossen hat, ob nur ein Soo-hyuk oder ein Soo-hyuk. Ne? Also es bleibt sehr lange offen und dann kriegen wir sozusagen noch ein allerletztes Mal das und das ist nämlich das, wenn er sich dann erschießt. Ja, aber die Frage ist ja tatsächlich, ist das überhaupt relevant, wer von den beiden geschossen hat in diesem Sinne, jetzt im Sinne, das Ende, wenn man das, wie das Ende ausgeht? Also weißt du, was ich meine? Ist das eigentlich die andere Information? Also das ist eine für uns interessante Information, klar, aber ist das eine relevante Information für das Problem der Charaktere? Also wenn der jetzt nur der eine geschossen und der andere nicht, heißt das denn, dass der andere dann weniger Trauma hat? Das glaube ich nämlich nicht, weil die sind ja alle gleich drinne. Es scheint für mich relevant zu sein, weil die Abfolge, in der es gezeigt wird, die ist, meine ich, dass wir dann sehen, oh doch, Lee Soo-hyuk hat geschossen und daraufhin begeht er den Selbstmord. Das könnte, also ich bin mir nicht sicher, ob es 1:1 ist oder ob er dann erst rausgeht und abgeführt wird. Ja gut, aber oder vorher bei, hat er bei diesem Gehen, dann wir nochmal kurz das sehen, dass, also sie sagt es zu ihm und darauf, ich glaube eben noch, während sie zusammen in dem Zimmer sind, also Major Jean und er, und dann kriegen wir schon diesen Rückblick und dann geht er raus, aber ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Aber vorher hat er ja gar nicht die Möglichkeit gehabt, in der Form sich umzubringen. Das ist ja das erste Mal, dass er sozusagen auch selbst diese Freiheit nehmen kann. Weißt du, was ich meine? Dass er eine Waffe rankommt, also, in dem Sinne. Sich und mit der Waffe umzubringen, also, ja. Also, na gut, wenn du dich umbringen willst, glaube ich, dann findest du irgendwie Mittel und Wege, behaupte ich jetzt einfach mal ein bisschen so rausgegriffen. Verstehe aber den Punkt. Aber ich glaube trotzdem, dass genau dieses, sagen die Offenlegung des tatsächlichen Ereignisses bei ihm nochmal was auslöst. Und ich deute das so, dass er bei all dieser Resignation oder so sich vielleicht auch genau deswegen so ein bisschen davor verschlossen hat, genau vor dieser Wahrheit, dem nochmal ins Auge zu sehen, zu wissen, am Ende habe ich doch geschossen. Und das eben, weil ich so ein guter Schütze bin und alles und habe das eben so als der funktionierende Soldat, sage ich mal, gemacht.
Na gut, aber jetzt haben wir sozusagen ja vorhin, was heißt, hatten wir ja vorher schon mal angesprochen, diese Gegenüberstellung gehabt zwischen unseren nordkoreanischen und südkoreanischen Freunden und so. Und dann, aber da hat man ja schon gesehen, dass er auch nicht psychisch stabil ist. Da war er ja auch schon sehr, sehr. Ja, und da kommt aber Kong Sang-ho und in großen Anführungszeichen rettet für ihn diese Situation noch. Weil er eben wieder sein Spiel durchzieht, von wegen hier der linientreue Nordkoreaner und bevor du jetzt zusammenbrichst und so, machen wir das noch so. Ja, er rettet in dem Moment, aber das zeigt ja trotzdem den tatsächlichen Seelen. Ja, das zu, also ja, natürlich geht es ihm scheiße, auch ohne, dass er nochmal ganz genau gesagt bekommt, ich habe übrigens rausgefunden, du hast geschossen und nicht der andere. Aber das ist vielleicht trotzdem nochmal in dieser Direktheit, kann er sich dem dann nicht mehr entziehen oder da nochmal irgendwo anders hin zurückziehen. Also würdest du, Deutung. Also wenn sozusagen deine Deutung jetzt in der Sicht ist, dass die halt gestorben sind oder sterben mussten, weil sie halt als Bestrafung durch den Grenzübertritt. Ist nur eine Theorie. Das jetzt eine Theorie ist. Denn das ist eine Theorie, nicht meine. Also ich finde zum Beispiel überraschend, wenn ich einen südkoreanischen Film gucke, wenn ich sozusagen sehe, der letzte, der da steht, ist ein Nordkoreaner. Also das, damit rechne ich nicht. Ich würde denken, dass eher die Nordkoreaner, sozusagen nordkoreanischen Soldaten alle tot sind und vielleicht ein Südkoreaner aus der Sache hervorgeht. Das ist eigentlich das Erste, was ich erwarte aus der Situation heraus. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist für mich halt dieses, ja gut, dann können wir jetzt deine Theorie übernehmen, dann ist ja, dass Kang Ho sozusagen noch am Ende steht, ist ja auch, weil er sich ja nicht zu Schulden kommt, dass er ist ja nie rübergegangen. Wäre eine Möglichkeit, ja. Warum ist denn mein Liebling nicht am Leben geblieben? Kollateralschaden oder was? Also wie gesagt, das ist eine Theorie, die ich erstmal so in den Raum gestellt habe, ohne die eben zu belegen oder widerlegen. Aber es ist ja ein Fakt, ne? Die sind am Ende eben tot und sie sind diejenigen, die über diese Brücke gegangen sind. Man könnte jetzt natürlich argumentieren, na zum Beispiel die Ermittler sind ja auch einmal über diese Brücke gegangen. Der Hund. Könnte daraus schließen, es sind eben neutrale Personen, die nicht in anderer Absicht da umhergegangen sind. Ich persönlich würde es auch viel mehr eben so sehen, die bringen sich um, weil die einfach mit dieser ganzen Situation, was dann eben tatsächlich passiert ist, und dann aber eben in Anführungszeichen großen Ganzen dann eben feststellen, ja, wie will ich in dieser Welt überhaupt noch weiterleben? In der ich weiß, so, wir werden uns immer, am Ende wird es darauf hinauslaufen, dass wir aufeinander schießen, obwohl wir eigentlich lieber Brüder sein möchten und nicht Genosse im Norden und Menschen im Süden sozusagen. Ja, also ich finde zum Beispiel, wenn ich jetzt mir diesen Konflikt selbst in der Hütte betrachte jetzt, jetzt ist es ja nun auch eine Situation gewesen, das war ja offiziell eigentlich das letzte Mal, dass sie sich sehen. Wurde ja eigentlich gesagt, ne? Da war ja auch der Geburtstag von Wu Jin gewesen. Sozusagen, wo er dieses Mal erzeugt, weil er ja so immer so gut skizzieren kann, alles bekommt. Und dann kommt dann halt in dem größten Moment der Freude, wie sie alle lachen und herzlich sind, dann kommt ja sozusagen von außen dieser nordkoreanische, ich sag jetzt mal Chef, ich weiß gar nicht, was es war. Vorgesetzter rein und richtet die Waffe und dann haben wir diese Situation. Mexican Standoff. Ja. Natürlich ist es so, dass in dieser Situation natürlich die Südkoreaner im größeren Nachteil sind als die Nordkoreaner. Da müssen wir nicht drüber reden, weil das ist ja nur auf ihrem Land. Und natürlich ist diese Panik der Großen, das ist ja das, was ich vorhin nochmal angesprochen hatte, oder bereits schon angesprochen hatte, war ja dieses, natürlich, was ist jetzt höher, Freundschaft, echte Gefühle oder Ideologie, wer hat jetzt recht, weil wenn, ich weiß ja, dass Kang Ho versucht ja dann den Hinsitz zu schlichten und zu sagen, nee, wir beschützen euch, wir kriegen das hin, das sind Überläufer. Wo ich dachte so, nee, das hätte ich auch nicht geglaubt, also in diesem Moment, also dieses, ja, wie willst du die Situation, also das aber ist das ja, das, was er eben gesagt hat, ne, es ist schön, wenn du schnell schießen kannst, aber wichtig, noch viel wichtiger ist eben innerhalb, also so schnell wie möglich eine Situation zu beurteilen, einzuschätzen und dann zu handeln. Und das ist eben das, was ihm dann dazu einfällt. Und das ist ja aber, ja, aber das ist dann halt dieses, und also ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist beim Sichten, aber natürlich waren die beiden Südkoreaner extrem verunsichert. Vor allen Dingen Song Shik, der sich so hinterher so versteckt hat und der hat so wirklich gezittert hat wie Espenlaub und alles. Er ist ja auch derjenige, der gerade zur Tür rausgehen wollte, vor allem. Das ist ja nochmal in dem Moment doppelt dann, ja. Und er ist ja auch derjenige, der den General erschießt. Weil er denkt in diesem Moment, als er die Waffe wegsteckt und dass die Waffe weggesteckt werden, dass er nach der Waffe nochmal greift, aber greift er nach dem Walkie-Talkie oder ähnlichem in diesem Moment und da siehst du ihn ja da stehen und der schießt.
Ich überlege gerade, also das ist auch so ein Punkt, dieses, was war denn nur eigentlich wirklich passiert, das habe ich mir auch nicht hundertprozentig gemerkt. Wer schießt denn nochmal auf den Und dann ist er so erschrocken über sich selber und daraufhin ist nämlich das schwächste Glied aus dieser Vierertruppe tatsächlich mein Liebling. Weil der in diesem Moment als allererst seine Pflichterfüllung wieder sieht und zu seinem nordkoreanischen Wurzel zurückfindet und dementsprechend, also denn seine die Ideologie höher stellt als die Freundschaft und die Waffe richtet. Während ja Kang-ho die ganze Zeit nicht die Waffe richtet. Der man versucht immer zu schlichten die ganze Zeit und der gar nicht sich in die Situation selber bringt. Und dadurch, dass aber sozusagen der Freund auf einmal die Waffe richtet, ist ja diese Vergrößerung noch größer bei unseren Südkoreanern. Und das ist halt das ist ja diese sozusagen, ich glaube, das war dann halt das, was das fast zum Überlaufen gebracht hat in dem Moment, ne? Also es ist eine ganz schwierige Situation, also auch sehr, sehr cool inszeniert, finde ich. Also ja, da gibt es dann, wahrscheinlich wird das irgendjemand schon gesagt haben oder geschrieben haben, dass dann so der Tarantino durchkommt, dann wird es richtig blutig und die Kopfschüsse häufen sich. Und dann Kong Sang-ho ist dann derjenige, der aber nochmal eine Waffe nimmt und damit noch ein paar mehr Schüsse abfeuert. Ja, ne? Also auf den Vorgesetzten zum einen oder auf Wu Jin, ich bin mir nicht auf beide oder auf einen von beiden, aber auf jeden Fall meine ich. Nee, also er feuert keine Waffe ab, er gibt ihm die Waffe, dass er angeschossen wird. Aber macht er nicht vorher noch so einen Zwischenschuss? Nee, er ist die ganze Zeit ist raus. Ist das selber Byun, das ist alles, Wu Jin schießt, nicht lange, und dann kriegt er ja 1000 Schüsse in den Bauch, sozusagen. Und Kong steht die ganze Zeit da mit blutendem Mund und guckt panisch und hin und her und dann gibt er ihm, bevor sie gehen, die Waffe, dass er angeschossen wird, damit leben kann, sozusagen. Ja. Und sagt noch, ich vertraue dir oder irgendwie sowas hat er ihm ja noch gesagt. Ja, mach's doch ordentlich oder irgendwie sowas, ich weiß auch nicht mehr. Aber in dieser Form, dass sie einfach kommen können. Ich meine, das ist ja auch so ein interessanter Punkt, dass Sung-sik, also Kim Tae-woo hier, unser zweiter südkoreanischer Soldat sozusagen, derjenige ist, der mal wieder diese Symbolik bekommt der nicht funktionierenden Waffe. Ja, also bei ihm verklemmt sich das Ding im Lauf. Es war seine Waffe, ne? Ich glaube, das war seine Waffe. Ja. Und dann später, wenn er sich im Laufe des Verhörs umbringen will, sagen sie auch noch, keine Angst, die Waffe ist nicht geladen. Also auch da kann er sozusagen nichts mit der Waffe ausrichten. Also das ist auch so ein wiederkehrender Punkt bei ihm. Die Ladehemmung, beziehungsweise diese, dass er da eben nicht die Macht bekommt. Oh. Ist dir das aufgefallen? Nee. Aber ich finde jetzt, wo du es sagst, das ist sehr schlüssig, eine schöne Beobachtung. Ist mir während des Sichtens tatsächlich nicht aufgefallen. So, dann das liegt aber auch daran, dass wir da natürlich es auch ein bisschen verdeckt wurde durch diese zwei Theorien am Ende, wie ist es tatsächlich nötig abgelaufen. Ne? Also naja, am Anfang kriegt man ja noch präsentiert, so, dass er das schießt. Ja. Deswegen ist mir das nicht aufgefallen. Ja, ist ein guter Punkt. Und dann sind es am Ende alle Tode durch Kopfschüsse. Die beiden Nordkoreaner und er schießt sich selbst in den Kopf. Auch das könnte man entweder der Plakativität zuschreiben, also ist das eben nochmal... Nee, unser Koma, der ist ja nicht tot, aber der hat ja nur den Hinterkopf deswegen. Auf. Deswegen, ja. Also ne, wäre dann nochmal so ein extra Punkt. Ja, eieiei, alles ganz traurig. Ich würde nochmal so ein bisschen zu, oder ist das gerade für dich abgeschlossen, dieser Punkt? Oder? Ja, also ich würde an dieser Stelle sagen, ich fand die Freundschaft von den Jungs unglaublich toll dargestellt und ich fand das halt dieses Grenzen überwindende, fand ich unglaublich harmonisch und schön. Und ich hatte am Anfang, als sie das erste Mal rübergegangen ist, habe ich echt so ein bisschen Bauchschmerzen gehabt, dass er tatsächlich rübergeht, weil er halt so noch ein bisschen, er wirkte doch schon sehr neugierig und abenteuerlich, dass er das überhaupt macht, weil ich finde, dass er überhaupt drüber geht, fand ich, ist schon ein riesen Sprung. Und naja, dass er auch so empfohlen wird mit dem Motto, du hast den ersten Schritt gemacht, du hast sozusagen die Grenze zum Einfallen gebracht, du bist die Zukunft. Und dann das fand ich schon sehr cool inszeniert auch. Also es ist natürlich grundsätzlich auf jeden Fall ein großer Schritt, so oder so, aber ich finde, es wird natürlich auch schrittweise darauf hingearbeitet. Ne? Wir haben eben diese erste Begegnung bei der Landmine. Wir haben dieses, er hat mal die Scheibe bei denen eingeworfen, er ist so mutig, dass sie sich Briefe schreiben und auch das wieder, diese Momente, Elemente des Humors, das dann eben kommt, also dann steht er in der Tür und dann sagt, was? Ja, ich habe ihm halt auch geschrieben, weil ich gesehen habe, du hast ihm geschrieben und er hat immer geantwortet
Aber weil ich gesagt habe, komm doch vorbei, so habe ich das doch gar nicht gemeint. Dass er dann eben tatsächlich in der Tür steht. Dieses, also in der Hinsicht, ne, von außen, wenn man jetzt überhaupt keinen Kontext hat, ist das natürlich so, oh Gott, das geht ja gar nicht. Ne? Aber so wie es eben aufgebaut ist, wissen wir, ah, sie haben, sind sich schon mal begegnet. Sie sind dann ein zweites Mal begegnet, als sie sich da im Schnee gegenüberstehen bei der Armee, ne, wo die einmal aufeinander zugehen. Und dann pfeift Kong Sang-ho auch einmal so wieder und sie grinsen so halb. Und dann, das kann ich zum Beispiel jetzt nicht 100%. Du hast auch Kong Sang-ho gesagt. Ja, San Kong, Kong Sing Sang-ho. Ich komme gerade durcheinander. Ich komme ja auch mal durcheinander. Das tut mir mal richtig leid. Kangs? Nee. Song Kang-ho. Er ist ein Song. Also Ang-ho. Und dann immer S oder K. Ist es Kong oder ist es Song? Naja. Ich denke auch immer, er heißt Kang mit Nachnamen, aber er ist ein Song. Und ich denke immer Kang-ho, weil ich mal Kang-ho sage, dass es der Nachname ist. Das verwirrt mich selber auch. Song Kang-ho. Also, das ist der Gemischung, dass er pfeift er. Und genau, was ich jetzt nicht zeitlich genau sagen kann, ob das schon vor dem Grenzübertritt war oder nicht, wenn sie in Pamyunjon, wie heißt sie? Pyongyang? Nee, da wo sie sich dann eben, wo die Amerikanerin ihre Mütze verliert. Pam oder Panyumjom, kriege ich gerade nicht hin, weil der Schweizer hier, der Pfeife rauchende, der sagt das ja immer mal wieder. Nee, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, wenn die sich da gegenüberstehen, wo eben auch die Touristengruppen langgeführt werden, ob das auch noch ist oder schon ist, bevor er rübergeht zu denen. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Das ist eine gute Frage, weil das auch gerade mit diesem Abschlussbild geschossen wird, weil im Abschlussbild, da sieht es nämlich so aus, als wenn die in der Zeit sich schon treffen würden und machen würden. Ja, das auf jeden Fall. Also das Abschlussbild, ja, aber also dazwischen, auf jeden Fall, ne, das ist eben so dieses, das schrittweise Hinarbeiten. Ne? Es gab mehrere Begegnungen, es gibt diesen Briefaustausch und dann ist es aus der Perspektive gewissermaßen der nächste logische Schritt. Ja, aber ich will nur sagen, als die Mütze rüber geweht ist, da war das schon alles schon längst im Gange. Naja, genau, das ist eben das, wo ich nicht genau weiß, wo ich das jetzt nicht zeitlich genau zugeordnet bekomme. Ne, wann, wahrscheinlich sind die schon länger sich da immer wieder, haben die sich da schon länger gegenüber gestanden, ohne dass sie sich kannten und mittlerweile irgendwann kannten sie sich und das wird ja dann auch mal gezeigt mit diesem Spuckwettbewerb pass bloß auf, dein Schatten ist auf unserer Seite und solche Geschichten. Ja, ne? Das ist herrlich. Und da habe ich mich auch mal teilweise bei solchen Szenen gefragt, wie viele Leute sind da eigentlich stationiert, weil das wirkt ja immer so in der Nachtschicht, als wenn mal nur zwei Leute Dienst hätten und dann die beiden, die Südkorea bewachen sollen, gehen halt immer rüber und lassen ihren Posten halt unbewacht. Oder? Ja. Also, ja, das zeigt ja auch so, also finde ich, zeigt so ein bisschen diese Absurdität, dieses, ne, du hast halt zwei Ausguckleute und der Rest ist halt natürlich weiter hinten stationiert, damit du so ein bisschen von der DMZ hier, ne, Demilitarized Zone, halbwegs sprechen könntest oder so, du sagst hier, es gibt eben diesen Streifen, da werden offiziell keine Waffen postiert oder so, damit einfach ein bisschen Druck aus dem Kessel da genommen wird. Genau, und an diesem Touristenortgrenze, da sind natürlich mehr Leute anscheinend offensichtlich. Auch was ich da sehr interessant finde, ist, dass die Nordkoreaner quasi offen das Gesicht zeigen und die Südkoreaner aber quasi der schwarze Mann. Ne? Meinst du, weil sie meine Brille aufhaben? Sie haben die Brille auf, man kann das Gesicht gar nicht genau sehen. Also das sind sozusagen, die wären theoretisch austauschbar. Das ist eine Masse von Soldaten. Sie werden für uns nachher klarer oder ist es uns dann bewusst, wer ist. Aber wenn die jetzt einfach so nur dastehen würden, könntest du ja nicht unterscheiden. Ja gut, aber ich glaube, das ist auch eine kleine Anspielung auf die amerikanische Ausstattung. Ne? Also na, wie auch immer. Also ich finde, für mich ist es, also was auch immer intendiert war oder nicht, es ist für mich auf jeden Fall so, dass dadurch so eine gewisse Anonymität entsteht und eben dieses im Vergleich zwischen, hier treffen sich vier Menschen miteinander und werden Freunde und da an der Grenze stehen sich eben, wie gesagt, schwarze Männer und eine anonyme Masse von Soldaten gegenüber zu anderen Menschen. Da so als ja, Kontrast, aber so. Würde ich konform gehen. Ja. Genau. Was habe ich denn hier noch so aufgeschrieben? Das ist ja auch genau. Was hat da für Max Zettelchen noch? Grenze Menschen gemacht, Natur ist es egal. Das hat mit Kamerakreisel. Ach ja, das eine Mal, wenn sie, ich glaube, das ist eine der ersten Treffen. Also wir sind auf jeden Fall zu viert, wo es, glaube ich, darum geht, wer wie schnell schießen kann. Und dann dreht sich die Kamera erst so immer links, nee, oder was, im Uhrzeigersinn, so von Kopf zu Kopf zu Kopf. Und jeder sagt dann auch hinterher, also immer dann, wenn die Kamera auf das nächste Gesicht hält, sagt derjenige was, dann kippt im Gespräch ein bisschen die Stimmung. Daraufhin dreht sich die Kamera zurück und dann springt sie nachher umher. Also ich muss sagen, ich mag solche Schnitte unglaublich gerne.
Also was ich auf jeden Fall, ich will auf jeden Fall darauf hinaus, ich finde den total toll inszeniert, sowohl eben, was hier schon die ganze Zeit hier mit diesen ganzen Erzählebenen und Strukturen und wie das so miteinander verschoben ist, als auch jetzt eben so ganz konkret in Szenen. Bitte. Nee, aber ich mag solche Kameraeinstellungen total gerne. Das ist so dieses 70er-mäßig. Aber das ist halt dieses, das mag ich halt sehr, sehr gerne. Und ich finde es auch bei der Freundschaft halt auch so schön, dass sie danach auch Bilder machen, wie sie dann halt ihre Mützen tauschen und die Uniform teilweise tauschen. Und also ja, das ist ja auch ein super Moment, wenn er das Foto machen soll, ne, von den dreien. Und dann siehst du halt, auch das uns ja kurz bildlich gezeigt, hier sind die Bilder der kommunistischen Anführer. Könnt ihr mal zusammenrücken? Hauptsache die Konterfeis von den Typen an der Wand sind nicht mit drauf. Ja, noch ein bisschen dichter zusammen. Ja, noch ein bisschen runter. Ja, so ist super. Ne? Und also, was ja nicht ausgesprochen wird, aber eben so viel da wieder erzählt an der Stelle. Und wenn du jetzt das hier will, die 70er oder sonst was. Der Punkt ist ja, ne, du hast eben die Situation ist, vier Leute an einem Tisch. Wie filme ich das jetzt so? Und dann kannst du ja natürlich dieses Normale machen, so. Du hast die eine Person in der Bildmitte und im Vordergrund hast du aber so im Anschnitt halt, weiß ich hier, die Schulter und den Hinterkopf von einem anderen, damit man weiß, die sprechen miteinander und dann macht man Schuss gegen Schuss und bla bla. Und der hat halt die Idee, nee, das ist hammer langweilig, weil das jeder macht. Ich mache halt diese Kreisbewegung und dann habe ich A, schon einen Effekt, dass ich diese Kreisbewegung habe und dann B, gehe ich noch weiter und drehe die jetzt plötzlich zurück und gehe in die Gegenrichtung. Und das korrespondiert mit dem, was da eben gesprochen wird, mit dem Dialog. Und erzeuge damit eben eine Spannung und einen Fluss in dieser Bewegung auch. Oder ein anderer Moment ist, den ich mir notiert habe. Und zwar habe ich mir notiert. wo war es denn? Auf jeden Fall, dass sich Lee Soo-hyuk gerade so quasi ist abgewandt von der Kamera, dreht sich so hin und dann kommt der Schnitt und Major Jean vollendet sozusagen diese Bewegung und guckt dann ihn an oder zumindest also in die Kamera. Also auch da eben so ein Schnitt, wo ein Match-Cut, dieser Übergang. Und davon gibt es halt ganz viel im Film. Und es wäre völliger Blödsinn, das jetzt alles aufzuzählen. Deswegen finde ich diese beiden Beispiele da so exemplarisch ziemlich gut gewählt. Muss ich mir mal selber auf die Schulter klopfen. Ja. Also ich fand zum Beispiel auch sehr schön, ich bin ja nun kein Koreaner, deswegen das ist für mich natürlich nicht so leicht zu beurteilen, was jetzt zum Beispiel die Spracharbeit angeht, aber so sozusagen fand ich, dass die, also dass Shin Ha-kyun und Song Kang-ho unglaublich diesen nordkoreanischen Dialekt unglaublich gut dargestellt haben. Ich fand, man hat das richtig schön gehört, diese Unterschiede zwischen, wenn ein Südkoreaner geredet hat und ein Nordkoreaner geredet hat. Kann ich für mich nicht behaupten, ich habe das nicht unterscheiden können. Also ich habe auch nicht so drauf geachtet, so rum vielleicht. Ja, okay, auch. Aber ich fand die Artikulation sehr, sehr eindeutig und ich fand es auch zum Beispiel cool, wenn es mit diesem Dongji, also das ist ja Genosse, das Wort, Dongji, dass die ja sagen, so sprechen sich ja sowieso die ganze Zeit dann halt immer die Nordkoreaner untereinander an, aber nachher, dass die halt die beiden Südkoreaner immer mit Dongji immer ansprechen. Die ganze Zeit. Und aber da gibt es ja hin und her mit dem Genosse und Bruder, das ist ja auch. Ja, in der deutschen Übersetzung, aber die sagen alle Dongji. Das ist halt so. Also darauf habe ich ja geachtet. Das fand ich cool. Das hat auch noch, das war für mich auch nochmal so mit der Ansprache nochmal so ein Zeichen, dass die zusammenwachsen in der Hinsicht. Ja. Auf jeden Fall. Also nicht, dass die einen das aussprechen, sondern die anderen das auch gewähren lassen. Ja, ich meine, also es gibt ja auch noch weitere, so wie das mit dem Foto. Das andere ist ja mit dem, wenn dann dieser Geburtstag kommt, wenn er sagt hier, Mensch, du musst dir doch mal deine Schuhe ordentlich polieren. Ich habe dir das doch jetzt schon so oft gezeigt. Und es ist dieser kleine Moment, das wird dann auch so, glaube ich, eingefangen, dass wir von hinten durch die Beine gucken und er gerade so zu Füßen ist, wo ich erst überlegt habe, na, merkt er gerade, dass das eben, dass er das absichtlich macht und seine Schuhe nicht so toll putzt. Das ist ja auch geil, wie er dann einmal so lange, dass die Schuhe von Namen sind dann halt so super mega glänzend, ne? Also wo es auch nochmal so unausgesprochen erzählt wird im Vorbeigehen. Und dann habe ich gedacht, merkt er jetzt gerade, dass das der Moment, ja, der möchte einfach, dass ich ihm immer die Schuhe putze, weil das einfach so als Freundschaftsdienst so, ne, dass man miteinander agiert und dann holt er aber in dem Moment, glaube ich, das Geschenk. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, ob beides zu treffen. Also ihm fällt in dem Sekunde quasi ein, ey, der hat doch Geburtstag. Aber ob er nicht auch merkt, oder ich habe es mir immer so vorgestellt, dass er absichtlich die Schuhe nicht so gut putzt und behauptet einfach, er kriegt das nicht hin, damit er ihm das macht. Also das war so mein... Das ist ein niedlicher Gedanke. So, das finde ich, würde auch zu seinem Gemüt passen. Ja, er wirkt so wie ein kleiner Junge teilweise, ne? So unschuldig, freundlich, so. Ja. Ja, fand ich eine sehr schöne Freundschaft. Ich fand allgemein
dieser Freundschaftsaspekt, also den hat, der ist halt auch sehr, sehr stark in Frontline so drinnen, ne? Wenn die halt in der Grenze sind, also gibt es halt so einen Bunker, den sie halt immer hin und her erobern die ganze Zeit. Und irgendwann haben sie auch angefangen, sich so Briefe zu schreiben mit so unter Dings verstecken und sich gegenseitig halt aus dem eigenen Land immer so Sachen so zuzuschieben und solche Sachen. Und da siehst du halt auch mal diese Freundschaft und dann, wenn sie dann auf einmal doch direkt im Gefecht voneinander stehen, obwohl sie sich halt schon ihre Lebensgeschichte erzählt haben und so. Ja. Und das Motiv wird da halt auch nochmal komplett aufgegriffen, so wie in diesem Film jetzt auch. Und das finde ich auch sehr stark, weil es auch genau diese Sinnlosigkeit des Krieges kannst eigentlich besser nicht zeigen, wenn du das ist, als wenn du gegen dich selber kämpfst. Und das finde ich halt sehr stark gemacht. Ja. Also erzähl ruhig. Sag bitte, gerne. Also ich persönlich habe jetzt zu den vier Leuten nicht mehr so viel zu sagen. Ich würde weiterziehen wollen. Ja, klar. Ziehen wir weiter. Ja, ich würde gerne mal auf Major Sophie Jean zu sprechen kommen. Ich habe sie, also ich fand diese Ermittlungsarbeit, also sie wirkt ja sehr gefasst und sehr, sehr, sehr professionell. Sehr professionell dafür, dass sie zuerst erstmal in Korea ist und solche Sachen, also sehr gebildet und auch sehr hartnäckig, weil sie unbedingt diesen Fall aufklären möchte, vielleicht auch gerade dadurch motiviert, weil sie von allen Leuten hört, machen sie den Fall, aber keiner möchte wirklich, ist wirklich an Aufklärung interessiert und dass sie es gerade trotzdem vielleicht auch nochmal extra motiviert, dass sie es aufklären möchte, finde ich halt sehr interessant. Ich finde auch interessant, dass dann nicht so wirklich die Amerikaner so gezeigt werden in diesem Film, dass die nicht so drin sind, oder zumindest kann ich mich nicht erinnern, dass ein Amerikaner gezeigt wurde. Das war ja, diese neutrale so Schweiz, in Anführungszeichen, der Schwede. Randfiguren im Sinne von, hier, wenn diese Touristengruppe da lang geht, tauchen die mal auf. Ja, aber jetzt nicht so aktiv, jetzt irgendwie, dass jetzt eine Amerika-Kritik drin wäre, was man jetzt in Filmen jetzt öfter mal hat. Ich glaube, das wäre auch, also kann ich mir vorstellen, das würde auch nicht passen, weil es eben wirklich um das Innerkoreanische geht. Also vielleicht kann man dann sagen, es gibt eben die Einflüsse von außen, deswegen haben sich manche Situationen entwickelt, aber ich glaube, der Kern ist einfach, dass eben diese koreanischen Menschen da sich, dass das im Zentrum steht und alles andere dann. Nee, ich meine jetzt nur, weil das halt öfter drin ist und ich fand zum Beispiel, das, was mich total unvorbereitet getroffen hat, war zum Beispiel, als denn der Schweizer Chef, meine ich, war das, Major Jean zur Seite genommen hat und meinte so, naja, es gab halt im Pazifikkrieg gab es halt ein Kriegsgefangenlager auf Goje Island und da gab es halt sozusagen, waren dann halt die Kriegsgefangenen einmal von der südkoreanischen Seite und dann von der nordkoreanischen Seite und es gab halt, da glaube ich 17, hat er gesagt, 17 an der Zahl, Leute, die sich halt nicht positionieren wollten, die halt neutral geblieben sind und die haben sich halt nach der ganzen Welt abgesetzt, meine ich, war das im Film? Einspruch, also das ist ein so großes Kriegsgefangenenlager und dann ging es darum, den Leuten wurde dann mit Auflösung dieses Gefangenenlagers freigestellt, bleiben sie im kapitalistisch orientierten Süden, möchten sie zurück in den kommunistischen Norden. Und das waren, also ich habe das so, ich kann jetzt sein, dass ich deutlich zu hoch greife mit der Zahl, aber dass eben mehrere tausend Menschen waren in diesem Lager. Naja. Und dass eben die eine Menge hat gesagt, wir bleiben jetzt hier, die andere hat gesagt, wir gehen zurück. Aber es gab auch die sagten, es muss noch einen anderen Weg geben. Also du hast, weil ich finde die Aussage, dass sie neutral sind, stimmt nicht. Ich finde sie, also ich habe das so verstanden, sie möchten was anderes. Sie möchten nämlich ein Korea. Und sie möchten nicht entweder oder, sondern zusammen. Und ob nun unter der Orientierung von dem einen oder dem anderen, auch das ist nicht gesagt, aber einfach erstmal grundsätzlich, das Ziel muss sein, zusammen. Und nicht entweder oder. Und deswegen finde ich, dass das nicht unbedingt neutral ist. Ja gut, aber der ganze Sinn des Koreakrieges und es ist ja auch gewesen, dass, also das war ja immer so, dass beide Seiten ein Korea wollten. Das ist ja nicht so. Naja, aber dass die eben gesagt haben, ja, wir müssen vielleicht eben unabhängig von diesen beiden Systemen erstmal darüber nachdenken, ein Korea. So habe ich es verstanden. Naja, deswegen, ich finde diese Bezeichnung neutral, daran stoße ich mich jetzt gerade vielleicht ein bisschen mehr als müsste, aber. Nee, ich glaube, das neutral habe ich mich jetzt bezogen gehabt, weil er das sagte, weil das auch einige sich auf der Welt verteilt haben, wohl in Amerika und in der Schweiz, weil die Schweiz neutral ist. Ja, aber die mussten dann erstmal das Land verlassen, weil sie eben weder mit dem einen noch, also gut, sie hätten wahrscheinlich auch da bleiben können, aber dass die von beiden Seiten dann wahrscheinlich angegangen worden wären, weil sie sagen, naja, entweder oder, jetzt mach doch mal, und die aber sagen, nee, es ist kein entweder oder, es ist ein vielleicht, 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 vielleicht. So. Ja, also ist der Punkt, ja, okay, nehme ich so an. Wie gesagt, das hat mich überrascht getroffen, als ich es geguckt habe. Ich dachte so, okay, wie spielt das jetzt hier rein? Was dann gesagt wurde, dass halt ihr Vater einer von denen waren, die dann das Land verlassen haben. Und dementsprechend ist sozusagen, wo es in der sich ja nochmal interessant wird,
Also ich weiß gar nicht, wie relevant das jetzt sozusagen für die Gesamthandlung überhaupt war, mal abgesehen von dem Moment, wo sie dann halt das versucht, dem fest das Vertrauen von Isoyuk zu gewinnen und dann sagt, was würden sie denn sagen, wenn ich sagen würde, mein Vater ist ein koreanischer Soldat gewesen und er dann halt sagt, ja, Bruder, oder also ich Bruderschaft würde ich fühlen. Oder Verbundenheit, oder ich weiß gar nicht mehr, wie er es genau gesagt hat in dem Moment. Und er dementsprechend, das ist sozusagen ja der Moment, auch wo er ihr denn die Wahrheit erzählt danach, weil er sozusagen sie dann als gleichberechtigt sieht, während er sie vorher als Fremdkörper wahrscheinlich wahrgenommen hat. Aber da habe ich sozusagen, dass sie nochmal diesen großen Schwung sozusagen zum Goji-Lager machen, das hat mich überrascht und da habe ich gesagt, okay, warum jetzt nochmal so extrem in die Kriegskiste greifen? So. Das fand ich, das war für mich so ein ganz bedeutender Hintergrund auf einmal, so, wo ich dachte, so, okay, krass. Naja, also ich ordne es halt darin ein, dass es darum geht, wo kommt das eigentlich her, diese Trennung und eben mit diesem Hauch von, übrigens, da gab es noch diese andere Option, dass man eben nicht sagt, entweder oder, sondern wir suchen gemeinsam einen Weg. Und ja, aber das wurde ja nicht so gesagt, dass sie gemeinsam einen Weg, ich würde mich darauf einigen, dass der Film gesagt hat, dass die Leute, die sich nicht entscheiden wollten, gesagt haben, die wollten weder das eine oder das andere, aber nicht, dass sie unbedingt jetzt einen gemeinsamen Weg gehen wollen. Das heißt ja, die können auch eine ganz andere Option also für haben. Mich klang schon nach, na okay. Nichtsdestotrotz, aber genau deswegen ist diese Szene sehr relevant. Weil es eben darum geht, ne, was ist der Ursprung sozusagen des Konflikts oder nicht der Ursprung des Konflikts, sondern wieso sind wir eigentlich jetzt in dieser Situation, in der wir hier sind und warum wird danach eigentlich aufeinander geschossen? Und dass ihr oder sie ist ja wirklich in mehrerlei Hinsicht dadurch eine Sonderfigur, für die diese Grenze eben, für die es egal ist, dass sie diese Grenze überschreitet. Sie ist nicht gebürtige Koreanerin, sie stammt aus der Schweiz und deswegen ist das natürlich mit der Neutralgeschichte schon mal richtig oder ein bedeutender Punkt. Sie ist eine Frau. Ich kann mich nicht bewusst an eine zweite Figur, weibliche Figur in diesem Film erinnern. Danke. Ich mich auch nicht. Das ist eine Sonderrolle zwischen all diesen Männern. Sie kann... Also doch, die Schwester vielleicht von Nam. Stimmt, ja, richtig. Gut. Ja, das ist noch eine zweite Figur, die auch mehrfach abgebildet wird. Aber sie hat natürlich eine größere Rolle im Verhältnis. Sie ist, wenn auch nicht die einzige Figur in dem Film, diejenige, für die der Grenzübertritt folgenlos ist. Ne? Also der Schwede und der Rest von der neutralen Kommission da, können da alle hin und her laufen. Also jetzt nicht immer und überhaupt, aber im Rahmen dessen. Was mich kurz überrascht hatte, war dieses Jahr der Vater, der irgendwie nach Argentinien oder Südamerika, wo ich dachte... Ja, schon hat man irgendwie Bauchschmerzen, wenn man das hört, ne? Das ist krass, ja. Anscheinend war so Südamerika für so manche Menschen ein Fluchtort oder eine mögliche Zuflucht. Ja, aber das wäre auch heute noch, ist heute auch noch ein sehr beliebter Ort, weil du da gut untergehen kannst. Ja, ich meine, kannst du theoretisch überall. Aber genau, ich habe halt auch gesagt, so, ja klar, da sind auch die Nazis hin, da sind auch DDR-Köpfe hin anscheinend und weiß ich, wer nicht noch alles und VW mit ihren Luxusbordellausflügen und was da nicht alles mal im Raum stand. Und das egal. Ist an mir vorbeigegangen. Ist auch, schön, ist auch egal. Diesen Bogen brauchen wir jetzt nicht schlagen. Genau, also dass sie theoretisch, das ist jetzt mal ein bisschen zugespitzt, äußerlich dazugehört, aber innerlich möglicherweise auch eine ganz andere Haltung mitbekommen hat. Auch da wieder das Thema Perspektive. Wir erfahren ja, dass sie in irgendeiner Weise den Vater rausgehauen hat. Es ist ganz lange dieses Bild, das wird uns auch ganz am Anfang einmal gezeigt, dieses Foto, was sie hat, dass da anscheinend nicht das komplette Bild zu sehen, sondern es ist nur so ein Anschnitt von der Schulter. Und dass sie es ganz am oder gegen Ende des Films erst schafft, dieses Foto wieder vollständig zu machen, aufzuklappen, sich das auch anzugucken, darüber nachzudenken, ne, wo komme ich vielleicht her oder was habe ich eigentlich eine Haltung zu meiner Elterngeneration, zu der Situation, in der ich mich befinde und alles. Genau, also auch da die Perspektive. Ne? Wir sehen nur einen Teil des Fotos, später sehen wir ein ganzes Foto und auch das wird dann ja nochmal mit dem Abschlussbild wiederholt. Wir sehen einen Teil des Fotos und das Foto wird dann immer weitere Details werden es gezeigt von diesem Bild, bis wir es dann in seiner Gänze präsentiert bekommen. Und das ist gerade der Schluss dieser Ausführung von mir. Ja. Hast du noch was? Nö.
Nee. Ich habe noch mir einmal notiert, auch das wieder das Thema Perspektive. Es wird ja sehr viel mit Videokameras während dieser Gespräche, während der Verhöre gefilmt oder auch bei den Obduktionen. Und da war mein Gedanke so, ja, der spielt ja hier so viel mit Inszenierung und Perspektive, dann kommt ja bestimmt auch gleich mal so von dieser Aufnahme irgendwie was zu sehen, ne? Oder dass wir eben sozusagen die Perspektive dieser Videokamera einnehmen. Das kommt aber, ich habe versucht, sehr genau darauf zu achten. Es kann natürlich sein, dass mir eins durchgerutscht ist oder so, aber da sehe ich erst nach 1¼ Stunde im Film, wird direkt sozusagen die Videokamera-Perspektive gezeigt, inklusive so mit Display-Darstellung. Und ist das die Szene gewesen, wo die beiden Jungs sich gegenüber saßen und dann haben sie gesehen, wie der andere aus dem Fenster hüpft? Das ist nämlich der nächste große Punkt. Ich bin mir selber nicht mehr sicher, ob es eine abgespielte Aufnahme war, einer früheren Szene sozusagen, oder ob es eben die Szene, die gerade läuft, ist. Wieso hast du dir nur 1,14 aufgeschrieben ohne Erklärung? Ich habe mir aufgeschrieben, mein Stichpunkt lautet, Aufnahme der Kameras erst bei 1 Stunde 16 Minuten. Und da habe ich wahrscheinlich 4 Minuten später gedacht, hätte ich mal dazu geschrieben, was es war. Aber genau, also das eben auch nochmal zum Thema der Inszenierung, dass er, finde ich, dafür, dass er dieses Element relativ früh einführt, sehr spät das auf diese Weise erst nochmal einsetzt. Ich weiß nicht, ob der Satz jetzt gerade sinnvoll klang. Ja, ich gucke nochmal ganz kurz, was ich noch hier so aufgeschrieben habe, wenn das für dich okay ist. Oder du warst ja, hast du gesagt, bist du sonst soweit eigentlich mit durch? Oder? Ja, ich fand auch die Musik, die sie eingespielt haben, sehr schön und sehr gewählt, also sehr gezielt eingesetzt. Die hat mir sehr gut gefallen. Ja. Die Stimmung sehr schön hervorgebracht. Genau, also selbst wenn man nicht oft, oder ich in meiner Zeit da nicht auf den Untertitel geguckt habe, habe ich auch so eine sehr melancholische Stimmung gefühlt, so dieses, ja, wir würden eigentlich gerne alle zusammen sein, aber es gibt da diese blöde Sache, die sich andere mit ausgedacht haben und so, und habe dann auch nochmal durchaus mit auf diesen Text geguckt, aber mir auch nicht jetzt genau gemerkt, von daher ist das auch, kann ich da gar nicht so viel sagen. Das eine Lied, das habe ich mir dann gleich meine Playlist reingepackt. Ja, es lief ja dann auch ein paar Mal, als ich am Laptop saß, also habe ich mir dann auch nochmal angehört, haben wir ja zusammen nochmal rausgesucht hier. Was habe ich denn sonst noch so hier? Genau, erste Einstellung, Spiel und Raum, Zeit haben wir. Zeit, da, da, da. Das ist wieder ganz interessant für die Leute, die zuhören. Ja, ich habe noch eine Mini-Notiz. Oder genau, dass viele Sachen so miteinander verknüpft sind. Fotos, Freunde, Grenzposten, Jeans, Familie. Werde ich vielleicht ein paar Sekunden hier rausschneiden. Na, vielleicht hast du es aber auch schon erzählt. Nee, den Punkt hatte ich hier nochmal so extra stehen. Ich habe noch Kopfschuss, blutige Lippen. Genau, also quasi alle kriegen Kopfschuss oder sind schwer verletzt am Kopf mit dem Koma, während Song Kang-ho derjenige ist, der zwar viele Verletzungen am Kopf hat, ne? Er hat diese Narbe unterm Auge von seinem Dienst in Nordafrika und er hat dann eben auch blutige Lippen, aber in diesem Fall, also ne, während die anderen sozusagen tödliche Kopfverletzungen erleiden, hat er im Verhältnis kleinere Wunden, die ihn aber zeichnen und mit denen er lebt. Aber das hast du schon erzählt? Na, nicht in der Form schon mal angemerkt. Also wir hatten vorhin mal gesagt, hier, dass es sehr viele Kopfschüsse nachher gibt und so. Und dass es die durchaus verbindet, die Toten. Aber das eben auch nochmal diese Sonderstellung, derjenige, der überlebt, der hat zwar Wunden und Narben am Kopf, aber genau damit lebt er. Also er kommt damit sozusagen zurecht. Jetzt so als Kontrast zu den anderen. Hm. Hattest du eigentlich einen Lieblingscharakter im Film gehabt? Also irgendwie. Der Hund. ich weiß gar nicht. Also ich habe mich sehr rangehängt an Lee Byung-hun als vermeintlicher Protagonist. Ich fand Song Kang-ho hat tatsächlich manchmal so eine Art Mentor-Vater-Rolle. Also auch weil er eben gefühlt älter wirkt als die anderen. Und auch da irgendwie so Lieblingscharakter. Ich glaube, es war mehr so dieses Zusammenspiel der Figuren an sich. Hm. Und du? Ja, für mich war Song Kang-ho's Charakter mein Lieblingscharakter. Den fand ich sehr zugänglich. Aha, da bin ich jetzt doch ein bisschen überrascht, weil ich dachte, es kommt vielleicht hier eben Wu Jin. Ja, Wu Jin ist ja mein Lieblingsschauspieler aus der Runde, ja. Aber es ist halt, der hat dann am Anfang ein paar lustige Sachen, aber der geht nachher ein bisschen verloren. Sozusagen. Der ist nicht mehr so präsent gefühlt für mich nachher. Aber ich fand halt so die Besonnenheit und das, was und wie Song Kang-ho es gesagt hat, hat mir sehr gut gefallen und fand, ich fand es einen sehr interessanten Charakter und ich fand es auch
Ich habe mich auch ein bisschen gefreut, dass er tatsächlich am Ende weitermachen kann, weil er fängt ja auch ein neues Kapitel an. Er wird ja dann auch aus der Armee entlassen. Also bin ich mir schon gar nicht mehr sicher. Also kann ich jetzt wieder. Also er kann ja nicht die Armee verlassen. Sozusagen. Das ist ja das, was er am Anfang sich auch beschwert hat mit diesem Armeedienst, wo er dann gesagt wird, Isoyuk, dass er nur auch einen Mord oder drei Morde hat irgendwie so. Und dann sagt er, kommt auch hier, wo Jim die Ecke und sagt, ja, wir haben 13 Jahre. Also so als Beispiel. Und dann könnte es sozusagen dieses eingekerkert sein und nicht loskommen. Einerseits wird es als stolz gesehen, nur wenn du für deinen Vater den Dienst, andererseits wird eigentlich gar keiner da sein, wo er ist und das machen. So rein in diesen Raum geschmissen und dann kommt halt am Ende dieses hier im Koma, tot. Und dann halt hier kann Ho dann sagen, der denkt, ja, okay, du wirst jetzt aus der Armee. Hast du den Armeedienst offiziell jetzt beendet, damit dieser Verletzung, du kannst jetzt nach Hause gehen und was Neues anfangen. Ja. Und damit, dass er sozusagen wirklich ein komplett neues Kapitel anfangen kann. Was oder vor allem ein Kapitel abschließt zum gewissen Grad vielleicht. Genau, abschließen und neu anfangen. Ja, gut, das ist in dem Land unter den Umständen auch möglich ist, so muss man ja dann auch mal gucken, aber ja, das fand ich auf jeden Fall nochmal eine relevante Sache. Nicht so, dass er jetzt weiter in diesem Häuschen sitzen muss und so. Das. Ich habe gerade, als du das eben nochmal gesagt hast, mit deinem Lieblingsschauspiel, habe ich eben nochmal nachgedacht, so, Wu Jin, was der so für Szenen hat. Und jetzt bin ich wieder gerade darüber gestolpert mit dem Hund. Dass er ja dann dem Hund sozusagen in Anführungszeichen die Freiheit entlassen will. Und dass er da so lauf. Und wenn ich mich nicht völlig täusche, er will ihn ja Richtung Südkorea schicken, oder? Ja, und der Hund geht immer nach Nordkorea. So, und der Hund ruft er doch den, wieso, die haben mehr Futter. Ne, genau, also das erzählt für mich, also genau, und ich habe mir da jetzt gerade wieder 3-4 Sachen im Kopf aufgemacht. Das eine ist wiederum, könnte man jetzt sagen, eine Grenzüberschreitung, das Tier, das läuft rüber und für ihn ist die Brücke ohne Wiederkehr von nicht von Bedeutung, denn wir sehen ihn später nochmal als ausgewachsenen Hund, scheint er immer noch zu leben. Es erzählt über Wu Jin viel, dass er sagt, wenn er ihn entlässt, dann entlässt er ihn nach Südkorea und nicht nach Nordkorea. Also unterbewusst aus ihm, ne? Und er sagt ja auch nochmal, mehr Futter, ne? Also das ist auch eher irgendwie so eine gewisse Haltung. Das ist ja bei dem Hund und dem Futter so ein Thema. Zum einen nach dem Motto, ja, die haben mehr Essen, die haben auch eine Vielfalt an Essen, du kriegst mehr, kannst besser leben nach dem Motto, lauf rüber. Aber gleichzeitig an der nordkoreanischen Seite kommt dann der Vorgesetzte und sagt, bring den Hund ins Schlachthaus, wir essen den Hund jetzt. Also weswegen er ihn erst frei. Also ich habe es nicht genau, dass er das so sagt. Also ich habe mehr so dieses, naja, der Hund, der bellt ja rum. Er bellt rum, weil eben die beiden Südkoreaner gerade da sind, aber das im Keller sind. Nee, und, es geht auch um das Ende. Und dass sie das sind, so, das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Doch. Aber jo, würde dann natürlich das auch nochmal unterstreichen. Aber ne, auch da wieder, was da so, wie gesagt, das mit dem Grenzüberschreiten zurück, das ist eher so das, was ich da stark reinlege. Aber das Offensichtliche ist natürlich, dass er sagt, na, dem Hund, was könnte ich ihm in Anführungszeichen Gutes tun oder was hält er dafür für eine gute Tat dem Hund gegenüber, dass er ihn nach Südkorea schickt, dass er dort anscheinend ihm ein besseres Leben erhofft als in seiner Heimat. Ja gut, aber das würde ja dann der ganzen Sache widersprechen, dass er dann am Ende derjenige ist, der als erstes seine Waffe auf seine Freunde richtet. Na, der Punkt ist, und das ist vielleicht auch das, warum ich auch diesen Film sehr mag, dass wir eben nicht einfach nur Gut-Böse haben, Schwarz-Weiß, das kommt vor in der Position der Vorgesetzten, finde ich. Aber dass eben gerade unsere vier Leute Widersprüche in sich tragen, menschlich sind. Also dass das eben genau das ist. Ne? Du kannst nicht einfach sagen, das sind alle die Bösen, das sind die Guten, fertig, hier ist die Grenze. Sondern, ne, wenn man sich kennenlernt und so und man hat Gemeinsamkeit, man hat Unterschiede, man lacht zusammen, man streitet sich. Was ist denn für dich die Moral des Films? Ich finde das echt scheiße, diese ganze Situation. Die können sich ruhig mal alle. Genau, das ist ja eigentlich der Punkt, ne, wo man auch sagen könnte, wenn man jetzt Bösewicht dem Film vorwerfen könnte, ja, muss da mal eine Lösung anbieten. Ne? Wie soll das denn jetzt weitergehen? Das wird ja dann immer so weitergehen, oder nicht? Also, kann das natürlich so aus der Ferne ganz entspannt sagen. Kann sagen, ich würde mich freuen, wenn die halt nicht mehr diese Gänze haben müssen. Ob nun im Sinne von, dass sie sich dann direkt zusammenschließen oder aber zumindest nicht mehr sich militärisch da gegenüberstehen müssen. Das wäre ja schon mal super. Und So wie wir jetzt in der Vergangenheit jetzt Nordirland und Irland so zum Beispiel, dass du über die Grenze fahren kannst, aber auch wenn es offiziell unterschiedliche Länder sind. Ja, ich habe nochmal geguckt, aber habe keine Hosentasche, habe also eh nicht die Lösung dabei. aber dass man eigentlich sagt, ist ja alles Menschen, was soll's, ist doch, lass uns da aufhören mit diesem ganzen Waffengescheiße.
Und was denkst du? Also, nee, genau, deine Frage war, was die Moral des Films ist, ne? Mhm. Ich glaube, der Film zeigt, dass er die Situation auch ziemlich scheiße findet. Dass es Möglichkeiten gibt einer Lösung oder von Lösungen, aber dass das definitiv ein sehr, sehr harter, langer, schwerer Weg ist, zu diesem Gemeinsamen zu kommen. Ohne eben vielleicht aus Gründen nicht genau zu zeigen, wie dieses gemeinsam aussehen könnte. Ja, das ist meine Antwort darauf. Jetzt du. Ja, ich finde, der Film zeigt auf jeden Fall eindrücklich, dass auch wenn der kleine Bürger oder ja, der niedriggestelltere Part sozusagen sich einer aufeinander zugehen wünscht, es ist trotzdem so, dass die Machtposition sehr verhärtet sind, ja, dass jeder auf seiner Position ist. Und auch wenn der kleine Bürger sich das wünschen würde, dass es trotzdem ein langer Weg ist, bis die Machthaber das erreicht. Ich will mal kurz reingrätschen, ich habe gerade noch einen anderen Gedanken, dass du mir jetzt drauf gebracht mit dem, ne, 13 Jahre machen die Nordkorea und der andere hat seinen Dienst. Wir erfahren ja gar nicht, was die beiden Südkoreaner vorher gemacht haben vor dem Militärdienst. Ob die sozusagen in Anführungszeichen frisch aus der Schule sind, wahrscheinlich nicht so. Also bei Nam klang das so durch die Schwester, dass er so frisch aus der Schule ist und dass er dann direkt in die Armee gegangen ist, dass er noch wirklich grün in den Ohren ist. Und bei Isuk erfahren wir es nicht, was er vorher gemacht hat. Also nur, dass er eben halt den Rücken vorgehalten hat, aber nicht, welche Position. Dass die ja auch eigentlich letztlich in unterschiedlichen Situationen aufeinander, also ne, sie sind alle vier Soldaten, aber dass sie das ja sozusagen in unterschiedlichen Varianten sind. Also ne, die einen, die 13 Jahre mindestens das machen müssen, vielleicht, also ich weiß nicht, inwiefern die in Nordkorea wählen können, dass die Soldat werden möchten oder ob das, nee, ist, das muss jeder. Wehrpflicht sozusagen ist, die 13 Jahre dauert einfach. Ja. Also da jeder Mann, ich glaube, Frauen können freiwillig hin oder so. Und dass sie für die Südkoreaner sich das ja anders darstellt, dass die zwar, glaube ich, ne, relativ das als Ehre empfinden, so den Dienst zu leisten, aus dem, was du mir mal so, also das ist jetzt also sehr, sehr frei. Es ist eine Ehre sozusagen natürlich fürs ganze Land zu kämpfen, weil man ja noch offiziell als Status Quo ist, aber tatsächlich ist es so, dass die Männer haben alle keinen Bock auf den Militärdienst. Ja, ne? Das ist halt eine Pflichterfüllung und das ist auch so, das trägt auch zu deinem sozialen Prestige halt auch bei, wenn du es machst. Und das dauert 3 Jahre oder wie war das? Das kommt darauf an, wenn du bist entweder 18 Monate oder wenn du halt bei der Navy bist, 21. Ja, okay, aber genau, also die Zeitspanne ist deutlich kürzer als das eben. Ja, also vor ein paar Jahren waren es noch 3 Jahre, ne? Also das ist schon deutlich zurückgegangen. Genau, naja, aber dass das eben auch auf beiden Seiten ein fester Bestandteil ist in des gesellschaftlichen Lebens. Also ich glaube, das ist natürlich auch eine Sache, da könnte man sich fragen, wenn jetzt zum Beispiel der Status Quo, den sie jetzt haben, dieser Waffenstillstand beendet werden würde und dann halt ein offizieller Friedensschluss kommen würde. Ein richtiger Friedensschluss kommen würde, das ist halt die Frage, ob die Notwendigkeit noch so da wäre, diesen Militärdienst so fortzuführen, wie es jetzt ist. Gibt es also, ja so manche Sachen, wo man überlegt. Ne? Ich kenne es aus einem anderen Land, da gibt es jetzt auch keine Wehrpflicht mehr. Ne, also ich meine jetzt nur mal in dieser Form tatsächlich wäre das interessant. Weil so kann man natürlich sagen, ist es natürlich klar, dass man sagen kann, ja, jeder muss das machen. Also zumindest mal diese Grundausbildung gemacht haben, denn im Falle eines Krieges muss jeder Koreaner zurück. Also das haben meine koreanischen Freunde mir mal erzählt, wenn sie jetzt hier in Deutschland leben und jetzt auch fest hier bleiben werden, wenn jetzt zum Beispiel tatsächlich nochmal im schlimmsten Fall, was keiner glaubt, da der Krieg ausbrechen würde, dann müssten sie alle zurück und ihr Land verteidigen. Ne? Und deswegen haben sie auch diese Grundausbildung gemacht, dass sie dann halt an der Waffe kämpfen würden, da, so in der Art. Ne? Mhm. Und das natürlich keiner möchte und auch keiner glaubt in der Hinsicht, aber das ist halt auf jeden Fall auch so ein bisschen vermittelt, also es ist halt so vermittelt in der Gesellschaft. Naja, genau, es kam mir nur gerade nochmal dieser Gedanke, dass auch da eben, ne, äußerlich gleich, alles Soldaten, aber eben mit unterschiedlichen Siegpunktvoraussetzungen. Ich meine, das ist ja auch schon, dass in Nordkorea zum Beispiel, das ist ja halt auch, ich weiß gar nicht, wie viele Leute sind in der Armee, 80% der Bevölkerung? Also allein schon diese 13 Jahre alleine, das ist ja schon ein Riesenausschwung. Ja. Und da gibt es ja auch, kann ja auch von der Frauen auch jederzeit sozusagen in der Armee dienen, die werden ja anders noch wahrgenommen, also in Südkorea auch, ne? Also, aber dann ist es halt ein freiwilliger Dienst, die Frauen haben ja keine verpflichtende Wehrpflicht, ne? Jo. Ich glaube, ich habe mich ausgequatscht.
Ja, also ich muss ehrlich sagen, als ich den Film gesehen habe, habe ich ja was ganz anderes erklärt, weil ich ja was anderes erklärt, als ich erwartet hatte, war wirklich angetaner denn. Fand halt die Idee halt sehr, sehr cool, weil mich ja halt auch an Frontline erinnert, weil es genau der Aspekt war von Frontline, der mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, dieser Freundschaftsart, in Anführungsstrichen. Und ich habe danach echt gedacht, so, ich habe durch dieses Gojo Island Kriegsgefangenenlager musste ich den Zwink jetzt gleich hinterher gucken und ich fand, das war ein perfekter Übergang tatsächlich, um nochmal die Elterngeneration von ihrem Vater da zu erleben. Was ich noch loswerden wollte, siehst du auch, das hätte ich vorhin schon mal kurz gedacht, ich hatte ja erzählt, dass ich von Park Chan-wook den Audiokommentar gehört hatte zu Last Witness, ein Film von, ich glaube, 1980, auf den ich gestoßen bin, eben im Rahmen dieser koreanischen Filmarchiv-Veröffentlichung. Und hab dann manchmal so überlegt, als ich den Film geguckt habe, also Joint Security Area geschaut habe und diesen Audiokommentar im Hinterkopf gesagt habe, ja, wie viel, das ist natürlich auch völlig wahllos irgendwie rausgegriffen, wie viel ist er davon vielleicht beeinflusst von diesem Film? Denn auch bei Last Witness, Spoiler, der Protagonist setzt sich selbst ein Ende in diesem Film und damit schließt dieser Film. Also eine, finde ich, vorhandene Parallele, ob die nun intendiert war oder so, keine Ahnung, aber ich kann das nicht mehr aus meinem Kopf löschen, weil ich beide Filme gesehen habe und diese Kommentare dazu gehört habe. Frage ich mich natürlich an der Stelle, die jetzt nur zwei Filme von ihm gesehen hat, hat er auch mal einen Film, die positiv enden? Ich bin mir bei der Taschendiebe nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, der hatte eine Form, aber ich weiß es nicht mehr genau. Bei Stoker kann ich mir auch nicht entsinnen. Bei Oldboy, na, ist auch kein wirkliches Happy End, ne? Nee. Das ist ein Trope, was da am Ende rauskommt, wo ich jedes Mal aufschrecke. Ja. Genau. Müssen wir mal noch weiter untersuchen? Müssen wir uns mal noch den Lady Vengeance und Mr. Vengeance und so, oder muss ich mich mal reinstürzen? Ah, du bist ja eigentlich die koreanische Film. Ja, ich habe die auf meiner Liste schon Ewigkeiten, und natürlich ist mein Schauspieler ja natürlich eine große Motivation, aber ich glaube, interessiert mich das jetzt nicht vorrangig, habe ich andere Filme, die mich interessieren. Nichtsdestotrotz, Max, was ist das nächste Mal bei uns dran? Ja, ein Ausblick. Also ich hatte ja tatsächlich überlegt, ob wir vielleicht Total Recall im nächsten Monat machen, dass ich das eben verknüpfe mit der Kinovorführung. Das hat sich tatsächlich erstmal zerschlagen, vielleicht dann zu einem späteren Zeitpunkt, hoffentlich irgendwann. Ach ja, Corona-Aspekt. Wie auch immer. Also in der deutschen Filmereihe käme als nächstes Amphitryon von Reinhold Schünzel. Ich bin mir nicht mehr 100% sicher aus dem Stand. Ne? Also ich meine jetzt den Film auch. Also der Titel, ich glaube, ist auch theatermäßig irgendwie. Beim nächsten Mal vielleicht. Ich habe das Stück hier auch liegen, tatsächlich. Ich glaube, Reinhold Schünzel war auch der von Victor und Victoria. Aber es kann auch sehr gut sein, dass ich das komplett durcheinander haue. Wäre der nächste Film in der deutschen Filmreihe. Vielleicht komme ich aber mit irgendwas anderem um die Ecke ausnahmsweise und unterbreche die Reihe noch kurz. Also ich kenne Amphitryon auf jeden Fall als mythologische Sagengestalt. Ja, so viel, also deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass es von Goethe was geschrieben ist, weil der gerne mal in diese Richtung gepasht, aber wahrscheinlich ist es überhaupt nicht so. Und der Amphitryon wird das geschrieben, sagt man. AMPH und dann kommt Amphitryon, also hinten T-R-Y. Ja, ich weiß, es geschrieben wird. Ich frage nur, wer es geschrieben hat, das Werk. Nee, das weiß ich nicht. Das wird mich mal interessieren. Das habe ich ja gesagt. Also ich habe es auf jeden Fall liegen, also ich muss nicht nur ganz gucken, weil wahrscheinlich habe ich nur die Sage hier liegen. Das kann ich mir auch gut vorstellen, wie ich mich kenne. Na, du machst doch hier deine Suchfunktion oder was? Was spuckt der denn so Amphitryon aus? Kleist. Genau, Kleist. Heinrich Kleist. Klick mal erstmal auf Kleist, das muss ja nicht heißen, dass der das gemacht hat. Doch, das ist Heinrich von Kleist. Ist doch, eine Tragikomödie. Heinrich von Kleist. Ich habe das nämlich auch schon zweimal im Theater Stück, gesehen. Also ist ein Stück mit 100 Seiten und 2 Sätzen. Ja. Kleist hat auch immer eine Seite ist ein Satz ungefähr geschrieben. Hat ja, 100, der, Komma, Fall, der hat auf jeden Fall mal so viele Streitzangziehen in seinen Komma Sachen drin oder so. Ne? Na, wie auch immer. Also das wäre der Film, der da als nächstes dran wäre. Ja, und das Stück habe ich hier liegen. Und, aber ich hatte noch irgendwie ein, zwei andere Sachen überlegt, ob ich nicht mal ein bisschen ausbreche aus dieser deutschen Filmreihe. Obwohl, oh, echt? Was denn? Erzähl mal. Los, leg los. Hm? Ja, Total Recall wäre so eine Sache gewesen. Ach so. Aber ich glaube, wir sind so quasi schon auf halbem Wege. Also ich hatte, glaube ich, noch 4 oder 5 Filme stehen noch im Regal, die ich da so lose zusammengesammelt hatte. Ja, ich würde sagen, wir kommen zum Ende. Danke an alle, die zugehört haben, bis hierhin. hoffe, ihr habt auch vielleicht ein bisschen was draus ziehen können oder guckt euch Joint Security Area mal wieder an oder erstmals an, wie auch immer.
Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, wiederaufführung.de könnt ihr uns erreichen. Wir sind auf Twitter aktiv, gibt es einen Wiederaufführungs-Account. Da sind wir auch privat unterwegs. Es gibt auch eine E-Mail-Adresse, max@wiederaufführung.de. Die habe ich jetzt mal wieder so halb reaktiviert, mal wieder hingesetzt, weil die Weiterleitung irgendwie nicht so richtig klappt zu meinem eigentlichen E-Mail-Account. Aber am liebsten, wenn, dann gerne einen Kommentar bei wiederaufführung.de schreiben, so zum Kontaktieren. Ja, seid ihr jetzt neugierig geworden und wollt mal reinhören in unsere Oldboy-Folge, die am Halloween erscheinen wird. Du kannst aber jetzt nicht von einer Zukunft reden, die vielleicht schon Vergangenheit ist, wenn das Ding rausgekommen ist. Stimmt, aber das ist mal wieder verwirrend für mich. Also die Oldboy, wahrscheinlich ist jetzt zu diesem Zeitpunkt schon die Oldboy-Folge draußen. Dann guckt einfach unter serienduase.net oder irgendein Podcatcher, da werdet ihr den Oldboy finden. Ja. Und würden wir uns freuen, wenn ihr da auch mal eine Chance gibt und reinhört. Das passt ja dann ganz gut mit dem Regisseur und so. Jo. Mhm. Ja, dann auf Wiedersehen, bis zur nächsten Wiederaufführung. Ciao.